So, herzlich willkommen zurück zum dritten Teil, wo wir uns ein bisschen beschäftigen möchten mit der Studienkarriere. Ich gucke gerade, wir haben Ihnen noch so ein paar Minuten mehr Zeit gegeben. Eben haben wir ein bisschen überzogen, dass Sie sich in Frieden draußen verköstigen können. Jemand was gegessen draußen? War gut? Was gab's? Burrito. Und? Mittel? Okay. Das ist so, wenn Sie jetzt anfangen mit dem Studium, noch ein bisschen verwöhnt, dann ist der Burrito so mittel. Ein paar Wochen Mensa. Dann kommt ein bisschen Demut zurück. Ach, hätte ich doch damals Burritos gehabt. Gut, also womit wollen wir uns beschäftigen jetzt in diesem dritten Block? Und zwar mit diesem Thema. Meine Studienkarriere. Ich gehe davon aus, dass Sie deswegen auch nach der Schule nicht einfach aufgehört haben mit allem, sondern weitergemacht haben, was auch immer. In diesem Fall ist es Universität, richtig? Sehr gut, weil Sie sich vorstellen, Karriere wäre schon irgendwie ganz geil. Richtig? Mittel. Gut. Wir werden trotzdem drüber reden. Studienkarriere. Der Titel, der steht da so, aber Karriere. Was ist das? Karriere. Also ich weiß, was ich damals gedacht habe, aber ich meine, was, keine Ahnung, das ist 1000 Jahre her, mit 18 oder so habe ich angefangen zu studieren, die aus dem ersten Block wissen es noch, VWL, weil ich dachte, Wirtschaft. Und Wirtschaft ist immer gut, wurde mir gesagt. Ist immer gut, Geschäfte. Und ich dachte, ja klar, Karriere. Geschäfte, Geld, Business, Klamotten, Rollkoffer, so. So was in der Art, dachte ich. Das dachte ich, dass das Karriere ist und dass ich das will, dachte ich. Was denken Sie denn? Keine Ahnung, was ist eine Karriere? Also keine Ahnung, wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie sind an der Uni und anstatt da draußen Burrito zu essen, sitzen Sie jetzt hier. Muss dieses Thema Karriere ja in irgendeiner Form Relevanz haben? Also Karriere, in Anführungsstrichen, was ist damit gemeint? Autos, Kudamm, was? Okay, ich habe ja keine Ahnung. Karriere. Na, also gut, meine Kollegin hat das schon vorgemacht, die hat sich einfach Definition bei Wikipedia rausgepickt, mache ich auch. Deswegen, ich habe nochmal geguckt, was das denn alles so ist und klassisch, das heißt der Weg und so weiter, ja, ja. Ich habe so ein paar Sachen rausgepickt, die ich ganz interessant finde. Ja, also Karriere, was ist das, eine berufliche Laufbahn? Und eigentlich ist auch irrelevant, ob das jetzt was mit Aufstieg oder Abstieg zu tun hat. Vielleicht ist das in Ihrem Fall so, dass Sie sagen, naja, ich möchte studieren, weil dann mache ich Karriere und das würde für mich bedeuten Aufstieg oder sowas. Kann sein, keine Ahnung. Dann habe ich mir noch angeguckt, was auch dazu gehört, Bewegung in einem sozialen Raum, über die Zeit hinweg. Also eigentlich nur der Weg, den man so geht. Ob ich jetzt gearbeitet habe oder nicht, ob ich zu Hause meine Kinder großgezogen habe, ist alles Karriere. Ja, dann heißt das ja so ein bisschen, dass das Definitionssache ist, würde ich sagen, Karriere. Ich weiß nicht, ob Sie sich das so vorstellen, Sie kommen an eine Universität und wenn Sie dann zu Ende studiert haben, bing, dann ist es Jackpot. Ich glaube, die den Blog davor waren, bei meiner Kollegin, und darüber irgendwie informiert wurden, wie Studieren funktioniert, dann stand da ganz viel auch zur Debatte von wegen selber machen, selber engagieren, sich das selber zurechtbasteln. Also ich glaube, ich studiere und am Ende Business, Rollkoffer, weiß ich nicht, kann sein, kann auch nicht sein. Was mir gefällt, ist das da, ne? Karrieren als Versuch, sich eine Identität aufzubauen. Das heißt jetzt nicht, dass Sie keine Identität haben, aber so ein bisschen, dass man sagt, naja, so möchte ich mal sein, so möchte ich irgendwie tätig sein, das ist mir wichtig. Ich möchte mich so, meine Karriere bedeutet, ich kann mich dann engagieren für die Themen, die mir wichtig sind und durch ein Studium wird mir das ermöglicht. Ich kann für Nachhaltigkeit sorgen oder ich verdiene einen Haufen Geld, meinetwegen. Oder ich habe 4 Autos in der Garage, weil wollte ich schon immer haben, hatten wir früher nicht, auch okay. Wichtig ist uns in der Studienberatung, es gibt keine allgemeingültige Formel für was das ist. Wichtig ist, dass Sie herausfinden, was das für Sie bedeutet. Ja? Also wenn man sich das so, ne? Karriere, keine Ahnung, passiert nicht von alleine. Sondern Sie haben die Möglichkeit, insbesondere an einer Universität, diese ganzen Dinge mitzugestalten. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie studiere ich denn erfolgreich? Ja, also mit erfolgreich meine ich jetzt noch nicht mal irgendwie so Nobelpreis, sondern halt mit Abschluss, dass man am Ende was hat. Ne, dass man dann am Ende hier steht, hier 2016, Absolventenfeier und einen Abschluss hat. Erfolgreich studiert man dann, wenn man sich seiner Motive und Interessen bewusst ist. Also wenn man weiß, warum mache ich das eigentlich alles? Was soll das? Ja, also damals, keine Ahnung, in der Kita, da hat sie vielleicht irgendwie Mutti oder Vati an der Hand genommen und hat sie da abgeliefert, hatten sie nicht viel zu melden. Schule,
keine Ahnung, vielleicht sind sie dahin gegangen, wo ihre Freunde waren oder sowas. Da haben sie vielleicht ein bisschen was dazu, aber jetzt ist das so ihr eigenes Ding. Ist auch ihre eigene Entscheidung, hier zu sitzen, freiwillig und eben nicht draußen Burritos zu essen, sondern sie sind da. Also, was ist mein Motiv? Warum möchte ich das machen? Wenn man sich mit dem Inhalt und Aufbau der Studiengänge beschäftigt hat wenn man seine Fachwahl gut begründen kann. Das muss jetzt nicht heißen, dass der Grund, warum Sie angefangen haben zu studieren, derselbe bleibt für immer. Kann sein, dass Sie anfangen mit einem Motiv und das ändert sich dann aber, wenn Sie sagen, naja, ich hatte halt einen guten Grund und nicht der Grund, den wir oft in der Studienberatung hören. Warum willst du studieren? Na, weil ich Abi habe. So, ja klar, hast du Abi, deswegen kannst du studieren. Aber warum? Naja, sonst hätte ich ja nicht Abi machen brauchen. Ja, stimmt, aber was ist das Warum eigentlich? Das ist interessant und deswegen so dieses gut begründet ist eine relevante Sache. Und für einen erfolgreichen Abschluss, sollte das Studium dann irgendwann so ein bisschen mit diesen Erwartungen korrelieren. Es sollten Erfolgserlebnisse hinzukommen. Und was wichtig ist, ist, dass Sie sich mit der Fachkultur stärker identifizieren, als es vielleicht vorher war. Wir haben auch eben in dem Blog darüber gesprochen, Fachkultur, ne, es gibt immer so Klischees, ja, die Informatiker sind so oder wie auch immer. Und Katharina hat ganz zu Recht gesagt, viel davon stimmt irgendwie auch nicht, aber manches dann irgendwie doch. Studiengänge sind schon unterschiedlich. Ja, die Politikwissenschaftler sind anders als Informatiker. Ja? Und das heißt, der Zeitpunkt, wo Sie dann das Gefühl haben, Sie können sich mehr mit der Fachkultur identifizieren, das sind alles die Dinge, die dann relevant sind, wenn es in Richtung eines erfolgreichen Abschlusses geht. Ich muss kurz mit mir ringen, das ist jetzt egal, geh weg. Ich habe diese Geschichte schon öfter erzählt, deswegen die Leute, die sie kennen, die sind ein bisschen angeödet, aber ich denke immer daran, immer wenn ich hier stehe, dann weiß ich, als ich vor 1000 Jahren angefangen zu studieren, Volkswirtschaftslehre in Freiburg, dann saß ich in dieser Vorlesung drin und dachte bisher halt, ist halt Wirtschaft, passt schon. Und dann saß ich da mit diesen Menschen, die alle Wirtschaft studiert haben. Ich wusste gar nicht, warum ich Wirtschaft studiere. Fachkultur wusste ich gar nicht, was das ist. Und dann habe ich mir so die Leute angeguckt und die haben sich alle so für Wirtschaft interessiert, ich nicht. Wie gesagt, ich war schlecht in Mathe. Wirtschaft hat mich nicht interessiert, ich wollte das Geld gerne haben, was ich dachte. So, und dann saß ich in diesem Studiengang und die Leute hatten alle so den Wirtschaftsteil und hatten so Börsenkurse und ich hatte nicht mal Aktien, das hat mich auch nicht interessiert. Ich habe nur den Sportteil gelesen und ich habe Feuilleton und sowas. Das fand ich spannend. Und dann habe ich mir diese Leute und die sahen auch so aus, wie man sich so Wirtschaft vorstellt. Alles nur Klischee, ich war 18 damals. Und dann dachte ich so, guck dir die mal an, diese Uhren und diese Hemden und diese Seidentücher und dieses ganze Gehabe. Und dann dachte ich, mit dem will ich überhaupt nichts zu tun haben. Ich fand die dann doof, weil die waren alle so Wirtschaft und ich ja nicht. Ohne dass ich gewusst hätte, was ich bin. Und dann habe ich nochmal so einen spätpubertären Schub gekriegt und habe mir dann so Baggy-Hosen gekauft. Und habe mir die Haare abrasiert und habe die blondiert. Das sah bei meinen Haaren richtig scheiße aus. Die wurden dann nämlich auch nicht blond, die wurden dann nur so orange, zweimal gebleicht, orange. Und dann saß ich da mit diesen kurz rasierten orangen Haaren mit meinen Baggy-Hosen, wie sonst, ich habe nicht mal ein Skateboard gehabt, aber ich dachte, Baggy-Hosen, keine Ahnung, was das sollte. Weil ich wollte halt anders aussehen als die, wollte nicht mit denen zusammenarbeiten. Und dann saß ich in dieser zweitletzten Reihe mit so einem möglichst angeekelten Gesichtsausdruck. Und immer so, ich finde euch alle doof. Und die dachten sich, was ist das für ein komischer Typ in der letzten Reihe, sieht aus wie ein Tennisball, was will der hier? Das hat irgendwie nicht so zueinander gepasst. Und ich glaube, dieses Fachkultur, Lust haben, mit den Leuten Zeit zu verbringen, das Gefühl zu haben, ja, ich bin ein Nerd vielleicht, die anderen auch, wir alle sind meine Nerds, wir gehören zueinander, das ist wichtig. Achten Sie mal so ein bisschen darauf, ob Sie das Gefühl haben, das sind so Ihre Leute, Sie werden so viel Zeit miteinander verbringen, Herr Professor Heiß hat darauf hingewiesen, Gruppenarbeiten und so weiter. Also Fachkultur, Identifikation damit ist auf jeden Fall eine relevante Geschichte. Wenn es um Fachkultur geht, geht es ja auch so ein bisschen so um Netzwerken, Leute kennenlernen. Ich würde Sie ganz gerne, wir reden ja über Karriere, auch nochmal auf ein anderes Thema aufmerksam machen, was uns wichtig ist, und zwar das Thema Stipendien. Stipendien, wenn Sie nochmal gucken wollen würden und denken so, ja, BAföG kriege ich nicht oder bekomme ich zwar, kann Stipendium trotzdem noch hinzukommen. Stipendien, gibt eine Übersichtsseite da auf unseren Seiten in der Studienberatung, da haben Sie einen Überblick über alle Stipendienangebote, von denen wir so ein bisschen, wir haben die so ein bisschen gesammelt, müssen Sie nicht alleine auf Forschungsjagd gehen, da haben Sie einen Überblick über Stipendienangebote und zwar eine ganze Palette. Ob das jetzt parteinahe Stiftungen sind, ob das konfessionelle Stiftungen sind, ob das andere Formen von Förderung sind, schauen Sie sich das gerne mal an. Ist ganz interessant zu schauen, was es da überhaupt alles gibt. Meistens ist die Förderung durch ein Stipendium sogar noch möglich zusätzlich.
wenn es eine finanzielle Förderung ist, zu BAföG, falls sie es bekämen. Manchmal gibt es ideelle Förderung, das heißt, sie bilden Netzwerke, sie sind mit Leuten zusammen, die sich für dieselben Themen interessieren, wie sie es auch tun. Und dieser Austausch, diese Leute, diese Connections, die sie da bauen, kann auch wahnsinnig relevant sein, wenn sie sagen würden, ich möchte jetzt einfach nochmal übergreifend gucken, schauen Sie sich auf der Seite vom Bundesministerium das an, auf der Seite Stipendienlotse, kriegt man eigentlich einen ganz guten Überblick über die unterschiedlichsten Formen von Stipendien, die es so gibt. Wozu ich Sie ermutigen möchte, zumindest, weiß ich nicht, vielleicht sind Sie auch gar nicht so, zu meiner Zeit hätte ich gedacht, was, ich, Stipendium, bin maximal mittelmäßig talentiert, brauche ich mich gar nicht bewerben. Wenn Sie jetzt denken, ja, mittelmäßig talentiert bin ich auch, probieren Sie es aus. Was wir in letzter Zeit zurückgespielt bekommen ist, dass die meisten Stipendien gar nicht mal irgendwie so überbordend nachgefragt werden. Es gibt Stipendien, die werden nicht vergeben, weil es nicht genug Menschen gibt, die sich darauf bewerben. Und beim Stipendium muss es nicht mal unbedingt sein, dass man die brillantesten Noten hat, bei manchen schon, bei manchen vielleicht nicht unbedingt, sondern dass man zueinander passt. Vergessen Sie nicht, so ein Stipendiengeber, der hat Bock, Sie eventuell zu fördern, weil er oder Sie glauben, dass Sie hinterher fertig werden, und dann kann man auch mit Ihnen angeben und sagen, hier, haben wir gefördert, das ist unser Mensch, hier. Top. Ja, würde ich machen. Also schauen Sie mal, ob das nicht auch inhaltlich zueinander passen könnte, und dann sprechen Sie auch Leute an in den Fakultäten, in den Studiengängen, die solche Stipendien, die für diese Stipendien eventuell Gutachten schreiben könnten oder so etwas in der Art. Es lohnt sich da auf jeden Fall einen Blick drauf zu werfen. Ich glaube, wir haben das Potenzial da nicht ausgeschöpft. Wenn wir über Stipendien sprechen, ist das eigentlich eine gute Überleitung, um über das Thema zu sprechen, was jetzt als nächstes kommt. Und zwar gibt es an der TU ein Stipendium. Und zwar ist das der Erwin-Stefan-Preis. Das ist der Preis der Helene und Erwin-Stefan-Stiftung. Und zwar ist das eine Auszeichnung für überdurchschnittlich schnelles und sehr gutes Studium an der TU Berlin. Und ich würde Herrn Dr. Turian und ich würde Herrn Professor Heiß bitten, auf die Bühne zu kommen, damit wir den Erwin-Stefan-Preis vergeben können. Ja, meine Damen und Herren, normalerweise dauert ein Bachelorstudium bei uns 6 Semester, aber ich muss zugeben, es ist nur eine Minderheit, die tatsächlich in 6 Semestern fertig wird. Ehrlich gesagt, die meisten brauchen eher 9 Semester, das ist so der Mittelwert. Es gibt aber wirklich welche, die es in 6 Semestern schaffen, allerdings meistens dann auch auf Kosten der Note. Die Noten sind dann nicht so exzellent und es gibt eben sehr wenige, die sowohl sehr schnell studieren als auch mit guten Noten. Und für diese relativ kleine Gruppe gibt es den Erwin-Stefan-Preis. Der Erwin-Stefan-Preis, den können wir vergeben aufgrund einer Stiftung. Der Herr Stefan ist ein Ehrendoktorand, Ehrendoktor der Universität und erwarb seine wissenschaftliche Reputation und sein internationales Ansehen durch die Entwicklung von sogenannten Radialbohrmaschinen. Er ist 1976 gestorben und hat in seinem Testament verfügt, dass ein Teil seines Vermögens unserer Universität zufallen soll. Aus den Erträgen dieses Stiftungsvermögens können wir bis zu 3 Studierende pro Jahr fördern. Das war mal mehr, aber die Zinserträge sind im Moment ziemlich im Keller. Und deswegen sind es im Moment nur 3. Es gibt 1.500 € Stipendium oder Preisgeld für Bachelor-Absolventen und 2.500 € für Master-Absolventen. Und dieses Geld soll dazu verwendet werden, einen Auslandsaufenthalt zu finanzieren. In diesem Jahr haben wir 3 Preisträger. Es haben sich insgesamt 10 Absolventinnen und 20 Absolventen beworben und unsere Preisträger stammen aus den Studiengängen, Bachelorstudiengängen Elektrotechnik, Technischer Umweltschutz und Wirtschaftsinformatik. Und jetzt kommen wir gleich dann schon zu den einzelnen Preisträgern, die ich kurz vorstellen möchte und die ich dann auch gleich auf die Bühne bitte. Wir beginnen mit Herrn Timo Herberts. Herr Herberts ist 1994 in Marburg geboren, absolvierte sein Bachelorstudium im technischen Umweltschutz in 6 Fachsemestern mit sehr gut, 1,3.
In seiner Bachelorarbeit befasste er sich mit dem Thema Remote Sensing of Bionic Disturbance Events using MODIS Satellite Data in Coniferous and Mixed Forests of Brandenburg. Also Fernerkundung über Satellitendaten rauszukriegen, wie geht's unseren Wäldern um Berlin herum. Mit einem Stipendium wurde Herr Herberts von der Studienstiftung des Deutschen Volkes gefördert. Auslandserfahrungen konnte er während eines Schuljahres in Barcelona, eines freiwilligen sozialen Jahres in Pretoria und mehrerer studienbegleitender Aufenthalte in Frankreich, der Schweiz und Schweden sammeln. Herr Herberts engagiert sich auch ehrenamtlich sowohl innerhalb als auch außerhalb der TU Berlin. Das Preisgeld möchte er für sein weiteres Studium an der University of Cambridge verwenden, um seinen angestrebten Abschluss in Engineering for Sustainable Development voranzutreiben. Herzlichen Glückwunsch, Herr Herberts. Ich lese es nochmal vor. Der Präsident der Technischen Universität Berlin verleiht mit dieser Urkunde Herrn Bachelor of Science Timur Herberts, geboren am 3.6.94 in Marburg, für hervorragende Studienleistungen und kurze Studiendauer den Erwin-Stefan-Preis, um den internationalen Austausch des wissenschaftlichen Nachwuchses zu fördern. Berlin, den und so weiter. Unser zweiter Preisträger ist Herr Baha Zarruki. Herr Zarruki kam 1995 in Kairouan in Tunesien zur Welt. Vor etwa 4 Jahren kam er ohne seine Familie nach Deutschland, lernte in einem Intensivsprachkurs am Studienkolleg Heidelberg Deutsch und begann anschließend sein Studium im Bachelorstudiengang Elektrotechnik der TU Berlin. Er benötigte nur 7 Fachsemester und schloss mit sehr gut ab. In seiner Bachelorarbeit, die mit 1,0 bewertet wurde, beschäftigte sich Herr Zarruki mit dem Thema systematischer Entwurf eines rückfallebenden Konzepts für ein autonomes Fahrzeug im Platoon CACC-Betrieb. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, das sind Lastwagen, die praktisch digital gekoppelt im Konvoi fahren und deswegen etwas effizienter unsere Straßen nutzen als individuellen Betrieb. Als Tutor mit Lehraufgaben ist der Zarruki seit 2017 an der TU Berlin auch als studentische Hilfskraft tätig. Neben dem Studium engagierte er sich im Fast Tube Formula Student Team der TU Berlin als Baugruppenverantwortlicher. Wir haben hier eine Studierendengruppe, die in dieser speziellen Formel Rennwagen baut und natürlich auch Rennen durchführt. Im Moment sind sie gerade dabei, von den konventionellen Antrieben auf E-Antriebe umzuschalten und sind auch relativ erfolgreich. Das Preisgeld soll für ein Auslandssemester an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne, also an der EPFL in Frankreich, eingesetzt werden. Bitte? In der Schweiz. Entschuldigung, ja, in der Schweiz, EPFL in Lausanne, klar. Stand hier falsch, Frankreich. Er hat auch Stipendien schon erhalten, nämlich ein Deutschlandstipendium von der BASF und der CARMEC GmbH. Als Profi-Kickboxer nahm er an Meisterschaften und Wettkämpfen teil, widmet sich jetzt jedoch der Leichtathletik und wurde Vizemeister 2018 in Berlin-Brandenburg in der 4x200-Meter-Staffel. Herzlichen Glückwunsch, Herr Zarruki. Berlin verleiht mir diese Urkunde Herrn Bachelor of Science Mohammad Baha Edine Zarruki, geboren am 24.06.1995 in Kairouan, Tunesien, für hervorragende Studienleistungen und kurze Studiendauer den Erwin-Stefan-Preis, um den internationalen Austausch des wissenschaftlichen Nachwuchses zu fördern. Berlin, den 28.06. Applaus.
Unser dritter Preisträger kann leider nicht anwesend sein, weil er den Auslandsaufenthalt, den er mit dem Preisgeld finanziert, bereits angetreten hat. Es ist Matthias Rietig. Er kam 1995 in Bad Soden am Taunus zur Welt. Im Studiengang Wirtschaftsinformatik schloss er sein Bachelorstudium in 6 Fachsemestern mit der Note 1,6 ab. Praktische Erfahrungen erwarb Herr Rietig als Werkstudent, studienbegleitend bei Bosch Software Innovations in Berlin im Bereich Smart Energy. Bei 2 mehrmonatigen Aufenthalt in China als Praktikant und als freiwilliger Englischlehrer für Grundschulkinder sowie in einem Auslandssemester an der University of Virginia in Charlottesville machte der junge Absolvent seine ersten Auslandserfahrungen. Gefördert wurde er dabei durch ein Stipendium der TU Berlin, das sogenannte Study Abroad Scholarship, sowie durch ein Deutschlandstipendium. In dieser Zeit im Ausland entstand auch der Wunsch, sein Masterstudium an der École Polytechnique in Paris, Frankreich, im Gebiet Internet of Things, Management und Innovation anzutreten. Und da ist er jetzt gerade. Unser Glückwunsch gilt ihm hier auch in die Ferne. Herzlichen Glückwunsch. Sollte das vielleicht auch anmachen? Sehr gut. Timo Baha, wenn ihr schon da seid, darf ich euch noch ein bisschen für mich behalten? Kommt ihr so ein bisschen mehr hier in die... Weil mich würde natürlich interessieren, ich habe ja gerade... Das ist super, nee, nicht zu nah. Nein, das ist, so ist genau perfekt. Ich habe gesagt, ich war nur mittelmäßig talentiert, deswegen ich bin ein bisschen ehrfurchtsvoll. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Fantastische Noten, fantastische Zeit. Überhaupt alles ziemlich schick. Wie geht das? Also ist das, macht man das halt so und dann nebenher macht man noch 20 Ehrenämter? Seid ihr Jesus? Was los? Also ich muss vielleicht erstmal sagen, dass ich eigentlich 8 Semester studiert habe, weil ich 2 Urlaubssemester gemacht habe und in der Zeit eben im Ausland war. Das macht das Ganze schon mal ein bisschen gemächlicher. Und ansonsten würde ich sagen, sicherlich benötigt es auch ein bisschen Zeit fürs Lernen, aber mit Freunden und das irgendwie zusammen zu machen, macht das Ganze schon viel, viel besser. Okay, also mit Freunden und sich das einteilen. Baha, jetzt habe ich gehört, du bist erst seit gar nicht mal so langer Zeit da, erst Deutsch und dann hier in Elektrotechnik, was ein ziemlicher Killerstudiengang bei uns ist, mit 1,0. Also, ob das hart ist, das stimme ich nicht zu. Nee, eigentlich was Besonderes war, dass ich diese Klischees einfach nicht im Kopf gehalten habe und ich habe das Ganze einfach durch meine Wille durchgezogen und eigentlich alles passiert im Kopf. Und deswegen möchte ich alle neuen Studenten beraten, lasst euch nicht demütigen und nicht demotivieren durch den anderen, sondern ich schaffe das auch. Okay, das ist, ja. Da sprach gerade sehr viel Dankbarkeit aus dem Klatschen. Gibt es denn irgendetwas, was ihr beiden jetzt, das sind alles Leute im ersten Semester, die sich jetzt überlegen, so oh, krass, in 6 Semestern solche Noten. Gibt es einen Tipp, den ihr jetzt sonst noch da irgendwie an eure Kommilitoninnen und Kommilitonen geben könntet, so aus der Retrospektive ein bisschen? Also ein Tipp von mir ist, geht auf jeden Fall in die Uni, weil wenn man zu Hause sitzt, ist es auf jeden Fall nochmal sehr viel öder, die Hausaufgaben zu machen. Für Anna oder Lina und deswegen irgendwie geht in die Mensa, lernt Leute kennen, vor allem jetzt in den ersten paar Wochen. Die Leute, die jetzt vielleicht neben euch sitzen, werden euch eventuell die nächsten 5 bis 6 Jahre begleiten und das ist wirklich was ganz Besonderes. Und der zweite Tipp vielleicht, nutzt die Möglichkeit, geht ins Ausland, das ist wirklich toll während des Studiums, wird auch durch Erasmus-Stipendien und andere Stipendien unterstützt und so leicht und einfach kommt man nicht nochmal ins Ausland und kann diese Erfahrung machen und andere Kulturen kennenlernen. Ja, danke. Wir werden auch später nochmal über Internationales reden. Baha, ein Tipp von dir? Ja, was ich sagen soll, ist, das Studium ist nicht alles, was man im Alltag erlebt, sondern man kann auch viel neben dem Studium machen. Also das Studium gut zu schaffen, heißt auch nicht die ganze Zeit in die Bibliothek lernen. Also in meinem Bachelor war ich sehr selten in der Bibliothek, also erst jetzt im Master aber. Wo es ein bisschen hart geworden ist, aber sonst habe ich viele Sachen neben dem Studium gemacht und ich habe viel auch für die TU gemacht, also wie ihr gehört habt,
war ich nebenbei auch in dieser Formula-Student-Team, wo wir Rennwagen bauen. Es gibt viele Möglichkeiten, die TU Berlin bietet. Es gibt auch andere Teams, zum Beispiel die Flugzeuge bauen, andere, die Satelliten schicken, und das macht richtig Spaß. Und da könnt ihr auch das Wissen, was ihr hier an der Uni lernt, dort anwenden. Und es gibt nichts Besseres, also im Leben gibt es nicht nur Studium. Das war's. Ein Leben neben dem Studium, ein guter Hinweis, Dankeschön. Eine letzte Sache, die mich noch interessieren würde, du hast ja auch Verwandtschaft mitgebracht, glaube ich, Baha. Sag mal, wenn man jetzt mit einer 1,0 in Elektrotechnik nach Hause kommt, was sagt dann Papa? Also 1,0 war nur in der Bachelorarbeit eigentlich. Also eigentlich habe ich das mit 1,5. Also man darf auch schlechte Noten schreiben, ich habe auch schlechte Noten geschrieben. Wie eine 1,5 zum Beispiel, ja. Also man muss sich nicht erschrecken, also das passiert normal und letztendlich, das kommt auf 3 Jahre, also 6 Semester sind 180 LP mindestens. Von daher wirken manchmal die schlechten Noten nicht so viel. Also nicht erschrecken lassen von den ersten schlechten Noten, das passiert. Und man kann immer trotzdem weitermachen und diese Note zu verbessern. Ja, vielen Dank dafür. Herr Dr. Turian, Sie sind ja auch hier, weil Sie sind ja aus dem strategischen Controlling quasi der Hüter der Zahlen. Also wie ist es in Wirklichkeit, was sagen unsere Zahlen eigentlich so über die Leute, die bei uns studieren, die absolvieren? Was können Sie da zu sagen? Also ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie hier erfolgreich abschließen, kriegen Sie in 2 bis 3 Monaten einen Job. Das gibt schon seit 2009 diese Erhebung. Die Jobaussichten werden, glaube ich, immer noch besser. Es gibt diesen Fachkräftemangel. Und Sie sind hier an der TU Berlin und wir haben gerade Fächer und Studiengänge, die genau im Fokus des gesellschaftlichen Interesses sind. Also halten Sie durch, bleiben Sie dran und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn Ihr Studium eventuell nicht in 7 oder in 6 Semestern fertig ist, sondern vielleicht 8 oder 9 dauert, wenn Sie sinnvolle Sachen gemacht haben. Gut, vielen Dank. Sie hatten noch einen letzten Appell, den Sie an die Studierenden richten wollten. Ich bin der Leiter vom Qualitätsmanagement. Sie werden hier viele Befragungen kennenlernen und bitte beantworten die Sie so gut wie es geht, denn ohne Ihre empirischen Antworten haben wir nicht richtig die Grundlagen, um Verbesserungen einzuleiten. Und die zweite Möglichkeit, sich direkt in die Neugestaltung vom Studium und Lehre einzubringen, ist, wenn Sie da in Ihren Fachschaftsinis oder in der Fakultät mitmachen. Das machen nicht alle, aber das ist auch nützlich für Ihre Karriere. Da gibt es immer diesen Punkt außerfachliche Qualifikation. Und da ist es durchaus auch sinnvoll, sich nicht nur für sein Studium oder für seinen Nebenjob einzusetzen, sondern auch für diese Dinge, die Studium und Lehre verbessern. Gut, dann noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank an die Preisträger, Herr Professor Heiß, Herr Dr. Turian. Genau, während wir die Zeit nutzen, nochmal für ein und so, schon eine Hausnummer, ne? In 3 Jahren spätestens sehen wir uns dann hier auf der Bühne. Falls jemand dann schon ein paar Fragen vorbereitet hat, die ich dann stellen soll, könnten wir uns absprechen. Ich sehe hier einfach nur wahnsinnig viele intelligente Gesichter. Also deswegen, ich habe nicht alle, ein paar. Sorry. Manche sind so mittel, so wie ich. Nein, alles gut. Ich hoffe, wir sehen uns tatsächlich in ein paar Jahren. Egal, ob das jetzt mit einem besonders schnellen oder mit einem besonders guten Studium ist, aber mit einem absolvierten Studium, das bringt auf jeden Fall recht viel. Vielen Dank dafür. Lassen Sie uns doch mal so ein bisschen gucken, wie das denn jetzt in der Realität aussieht. Herr Dr. Turian hat ja schon ein bisschen darauf hingewiesen, wie das mit unseren Absolventinnen und Absolventen aussieht. Aber das sind so 3 Themen, finde ich, von denen ich immer denke, das wäre für meine Karriere, wäre das relevant. Und zwar ist mein Job einigermaßen sicher, verdiene ich einen Haufen Geld oder nicht? Und ist das überhaupt das, was ich eigentlich machen wollen würde oder nicht? Und dann können wir mal gucken, ob das tatsächlich so ist. Wie sieht es aus mit der Jobsicherheit, wenn man studiert? Hat man dann einen sicheren Job, ja oder nein? Wenn man sich so ein paar Zahlen anguckt, das sind jetzt die aktuellsten, die ich gerade gefunden habe von der Arbeitsagentur. Also die Arbeitslosigkeit unter Akademikerinnen und Akademiker liegt bei vergleichsweise extrem geringen 2,%. Ja, also das heißt, insbesondere wenn man das vergleicht auch noch mit anderen Abschlüssen, ohne Abschluss ist klar, aber das heißt, wenn man ein Studium absolviert hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein sehr viel geringer. Auch im internationalen Vergleich, jetzt ist es nur Europa, sieht man, dass es zwar in den Ländern unterschiedlich aussehen kann, aber dass trotzdem die Quote der Akademikerinnen und Akademiker immer sehr viel weiter drunter liegt. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, Jobsicherheit ist mir wichtig, wir beobachten so einen Trend, Beamtentum gewinnt plötzlich höllisch an Attraktivität, weil es so sicher ist
und alles andere ist so unsicher. Sicherheit mit einem Universitätsstudium, würde ich sagen, ja, kann man schon ein bisschen so sagen, finde ich. Ich habe auch nochmal geguckt. Es gibt eine ziemlich interessante Seite, auch von der Arbeitsagentur. Das ist der Job Futuromat. Und da kann man eingeben, welchen Beruf man eventuell machen würde. Und dann sagt einem der Job Futuromat, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass mein Job von Robotern übernommen werden könnte. Konstruktionsmechaniker, habe ich gesehen, machen 7 verschiedene Tätigkeiten und 6 davon können von Robotern übernommen werden. Zum Beispiel. Oder jetzt nicht, dass sich die Wirtschaftsingenieure, 13, aber 31%. Das ist eine Spielerei. Aber dass man vielleicht sich auch so überlegt, naja gut, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich möchte was Bestimmtes studieren, worauf... Ich habe auch nochmal geguckt, was mit Studienberatern ist, weil ich arbeite da ja. Studienberatung, Bildungs- und Studienberater, 0% können von Robotern übernommen werden. Große Sicherheit. Was ich sehr viel interessanter finde, ist, dass Studienberater 2 verschiedene Tätigkeiten insgesamt machen. Und ich denke mir, 2? Normalerweise spielen wir Tetris den ganzen Tag. Aber es ist eine Spielerei. Wenn Sie am Anfang Ihres Studiums denken, keine Ahnung, was ich hier lerne, was bringt das? Ich habe das Gefühl, ich kann noch gar nichts nach einem Jahr. Dabei waren die Prüfungen so hart. So ein bisschen Spielerei ist nicht so verkehrt, wenn man gerade so einen Hänger hat, da ein bisschen Durchhaltevermögen an den Tag zu legen. Jobsicherheit. Zweites Thema. Was ist denn jetzt mit Einkommen? Verdient man einen Haufen Kohle, wenn man studiert? Ja. Hängt ja davon ab so ein bisschen. Also wenn man sich das anguckt, es gibt einen ganz fürchterlichen Begriff, den ich da gefunden habe, den kannte ich auch noch nicht, Bruttolebensentgelt. Das klingt so ein bisschen, kennen Sie noch so Momo und die grauen Herren, so irgendwie Bruttolebensentgelt. Also wenn ich einen Abschluss mache, je nach Abschluss, wie viel Geld, also in Millionen, setze ich im Laufe eines Lebens um? Schauen wir uns das so mal besser an. Also je mehr ich Experte werde, umso mehr Geld scheine ich also während meines Lebens quasi umzusetzen. Das ist wieder nur Statistik, muss auch alles gar nicht so hundertprozentig zutreffend sein. Also würde man sagen, naja, je mehr ich Experte bin und Universitätsstudium gehört so ein bisschen dazu, umso mehr Geld setze ich um. Man darf natürlich eine Sache nicht vergessen. Während Sie in der Schule waren, hat vielleicht jemand anders mit 16 angefangen mit einer Ausbildung. Hat mit 19 schon Abschluss gehabt und ein echtes Leben. Während Sie hier immer noch versuchen, viel Joghurt in diese Joghurtschale in der Mensa reinzubekommen. Ich denke an meinen Bruder. Mein Bruder ist Chemiker, der hat hier an der TU studiert. Und die Chemikerinnen und Chemiker machen was? Die studieren nicht nur, sondern sie machen meistens nach dem Studium auch noch eine Promotion, also den Doktortitel hinterher. Also mein Bruder hat ungefähr 5 Jahre studiert, bis er sein Diplom hatte. Und dann hat er 5 Jahre nochmal die Promotion obendrauf gemacht. Und das heißt, er hat sein erstes echtes Geld verdient, wann? Mit ungefähr 29. Und in der Zeit hat er meinen Kühlschrank leer gegessen. Also das heißt, wenn Sie jetzt sagen würden, ja Moment, mit 29 möchte ich ein Grundstück und ein Haus und ein Pferd und eine Familie gegründet haben, dann ist vielleicht ein Studium etwas, was so langfristig eher ausgerichtet ist. Wohingegen, wenn Sie sagen, nämlich heute möchte ich mein Geld verdienen, dann sind vielleicht andere Formen wichtiger. Aber langfristig gerechnet kreuzen sich diese beiden Tabellen irgendwann. Und na klar, prinzipiell ist ein Studium langfristig definitiv lohnenswerter, hängt natürlich ein bisschen von der Branche ab. Das ist jetzt eine Absolventenuntersuchung von 2013, 10 Jahre nach Abschluss. Also nicht mehr top shape, was die Daten anbelangt, aber trotzdem klar, es gibt Unterschiede in den Branchen, es gibt Unterschiede in den Branchen, es gibt Unterschiede in den Bundesländern, aber dass man sieht, so klar, Sozialwesen ist eine andere Einkommenskategorie, als es in Medizin der Fall ist. Das sind einigermaßen aktuelle Daten von der Bundesagentur für Arbeit, nur dass sie einen Richtwert haben. Woher kam eigentlich nochmal eben, verdient man einen Haufen Geld und irgendjemand hat Jor gesagt, ist das jetzt ein Haufen Geld oder eher nicht so? Das ist auch das Sympathische an den Leuten, die an der TU studieren, dass so eine Grunddemut da, solange man sein Bier im Späti noch irgendwie kaufen kann, ist das mit dem Einkommen ganz gut. Nein, also das ist natürlich eine Sache, die interessant ist. Was ich natürlich aus Studienberatungssicht, wo wir natürlich immer sagen, ja na klar, nur etwas studieren, weil man denkt, man verdient wahnsinnig viel Geld. Das passiert manchmal. Kommen Leute zu uns in die Studienberatung und sagen, wo verdiene ich viel Geld? Und dann sage ich, naja, keine Ahnung, guckt man sich eine Tabelle an, sagt hier Elektrotechnik. Aber könnten Sie Elektrotechnik, wenn Sie es nicht sowieso studieren? Ich hätte es nicht gekonnt, nur weil da viel, geht nicht. So viel mit freiwillig und so weiter, das klappt alles nicht so in der Form. Deswegen dieses, ne, sich auseinandergesetzt, es muss passen, Fachkultur, das spielt da schon mit rein. Deswegen finde ich diesen Punkt Jobqualität. Wie hoch ist denn die Qualität des Jobs,
den ich dahinter mache, finde ich eine Grafik ganz interessant. Also Erwerbsformen, die hier atypisch genannt werden, also Zeitarbeit, befristete Arbeit, Teilzeit, Minijobber, scheint unter Akademikerinnen und Akademikern eher gering zu sein. Bei dem Thema Befristung darf ich hier nicht so laut reden. Unis und befristete Beschäftigungsverhältnisse bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist ein heikles Thema. Aber generell, finde ich, kann man trotzdem sagen, okay, so wie ich arbeite, scheint einigermaßen safe zu sein. Das gefällt mir ganz gut. Ich muss also nicht permanent hin und her hüppeln. Aber was ich sogar noch interessanter finde, ist wieder diese Absolventenuntersuchung von 2013. Da hat man die Leute gefragt, okay, und so, wie zufrieden sind Sie denn mit dem, was Sie so machen? Und haben die Leute jetzt nicht gesagt, okay, ich bin jetzt top zufrieden hier mit Privatleben oder mit Sicherheit oder mit Einkommen, sondern die haben gesagt, zu 85% bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich inhaltlich mache. Was ich eine einigermaßen befriedigende Aussage finde. Und jetzt ist wieder so ein bisschen der Punkt, wo man sich überlegt, naja, Moment, dass ich sicher arbeite, das wird wahrscheinlich sein können, Geld verdienen werde ich wahrscheinlich auch. Aber wie geil ist das dann eventuell, hinterher sagen zu können, ich habe noch keine Ahnung, was ich später mal machen werde, aber ich werde wahrscheinlich sehr zufrieden mit dem sein, was ich machen kann. Finde ich sehr befriedigend. Ist aber eine Typsache. Es gibt Leute, die mochten das schon in der Kindheit oder in der Schule. Da hat der Lehrer oder die Lehrerin gesagt, hier, mach das, und dann kriegst du eine gute Note. Hat man das gemacht, hat es nicht hinterfragt. Ich gehörte zu den Leuten, die mir gesagt haben, warum, geht das nicht auch anders, muss das so sein, ich finde das aber doof, sowas in der Art. Das ist aber auch eine Typsache, wenn man dann sagt, naja, ich weiß es nicht genau, ich hinterfrage das, und am Ende komme ich irgendwo an, wo ich am Anfang des Weges, Karriere, vielleicht noch gar nicht wusste, dass ich da rauskomme, aber irgendwie dadurch, dass ich diesen Weg so aktiv mitgestalten konnte, bin ich tatsächlich irgendwo angekommen, wo ich hin wollte, hätte es aber vor 5 Jahren nicht gewusst. Was ich Ihnen mit diesem ganzen Plädoyer eigentlich sagen möchte, ist, ich glaube, das ist ganz geil, studieren, und dass man am Ende etwas macht, was vielleicht auch ganz gut ist, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall gegeben. Realitätscheck nenne ich das. Ich finde das für den Start und für eine Definition von Karriere gar nicht so schlecht. Gut. Geht's gut? Geht noch? Ja, okay. Ich würde gerne über dieses Thema sprechen. Berufseinstieg und Karrierestart. Wie auch immer wir jetzt Karriere definiert haben, ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, aber wenn man sagt, okay, ich würde ganz gerne so Karriere, ich habe jetzt so ein bisschen eine Idee, aber ich fände Unterstützung nicht schlecht. Ich habe Ihnen so viele Ansprechstationen genannt an der TU, die Ihnen dabei zur Seite stehen. Und da gibt es nochmal so eine Stelle, die ich ganz interessant finde, die ich Ihnen gerne näher bringen würde. Für ein paar Leute, die im Livestream im Chat hängen, möchte ich hier noch für Elvan. Elvan ist im Chat und sagt, wann kommt denn was Sinnvolles? Elvan, das ist klausurrelevant jetzt, mit Schreiben bitte. Karriere und Berufseinstieg, der Career Service. Wir haben hier eine Institution bei uns, die ist ausschließlich für diese Themen zuständig. Das ist der Career Service und die unterstützen Sie dabei, wenn Sie sagen, naja gut, ich möchte jetzt nicht studieren und am Ende rausploppen und dann mal gucken, was so geht, sondern ich würde das ganz gerne im Studium schon so ein bisschen mitgestalten. Die haben wahnsinnig viele Angebote von der Online-Jobbörse, Trainings, sie haben ein Modul, wofür es Leistungspunkte geben kann. Es gibt Stipendien für Auslandspraktika, es gibt das Deutschlandstipendium und noch viele unterschiedliche Sachen. Schauen wir uns das noch einmal ein bisschen im Detail an. Die Online-Jobbörse, das Stellenticket der TU Berlin, ist total interessant für Sie, wenn Sie sagen, naja gut, könnt mir einen Job vorstellen, Praktikum wäre wichtig, irgendwo eine Stelle, wo ich meine Abschlussarbeit schreiben kann oder Trainee-Stellen, Stipendienprogramme, können Sie sich auf der Seite der Jobbörse umschauen. Das sind Jobs, die es von außerhalb gibt, aber auch Jobs, die eventuell von innen, also an der TU, Jobs, die hier angeboten werden, könnten Sie darüber finden. Ich finde, ehrlich gesagt, wenn Sie sagen, ich würde gerne als Studi auch jobben, Geld verdienen, gibt es viele tolle Sachen. Leute, die technische Studiengänge studieren, sind sowieso meistens recht gefragt, draußen, aber eben auch drinnen. Wir haben sehr viele Jobs für studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da gibt es so ein paar Änderungen jetzt bei uns, das muss Sie heute nicht so wahnsinnig interessieren. Aber wenn Sie sagen, ich hätte Lust, an der Uni zu arbeiten, super praktisch, erstens bekommen Sie gutes Geld, Sie haben gute Kontakte, meistens können Sie von der Vorlesung in den Job plumpsen und wieder zurück. Das sind ganz interessante Dinge, die man machen kann. Achten Sie auf Stellenausschreibungen. Wir schreiben demnächst übrigens 3 Stellen in der Studienberatung aus. Also wenn Sie sagen, toll, Studienberater, wollte ich schon immer irgendwie, dann können Sie da auch bei uns in der Erstinformation und kriegen auch ein schönes schwarzes T-Shirt an und dürfen Sie, wollte ich nur sagen. Also, das ist auf jeden Fall eine wichtige Stelle. Das Stellenticket lohnt sich auf jeden Fall da reinzugucken, ist von Career Service. Das zweite, Trainings und Veranstaltungen. Und zwar wieder ganz unterschiedliche Dinge, die Sie vom Career Service über den Career Service machen können. Ob das jetzt ein Bewerbungstraining, Softskill-Training, diese Dinge sind, ob es Bewerbungsunterlagen sind oder ob Sie sich mit Unternehmen treffen. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus deren Veranstaltungsprogramm Wintersemester.
Ne? Bewerbungsschreiben haben wir, wie man seine Stärken stärker in den Vordergrund bringt, wie man in den Berliner Jobmarkt hineinkommt, wenn man sagt, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland funktioniert, ich komme aus einem anderen Land, da funktioniert das alles anders. Schauen Sie sich die ganzen Veranstaltungen an. Sie können sich auch ab heute schon für solche Veranstaltungen anmelden, wenn Sie das denn wollen würden. Darüber hinaus organisiert der Career Service auch eine Jobmesse, und zwar die Jobwunder, hier an der TU Berlin, die sehr erfolgreich stattgefunden hat. Schauen Sie sich das auch mal an. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann die das nächste Mal stattfindet, aber ich denke, so gegen Ende des Sommersemesters, also in Ihrem zweiten Semester, glaube ich, müsste das stattfinden. Also alles, was mit Berufseinstieg zu tun hat, sind Unternehmen hier, werden Bewerbungsunterlagen gecheckt, kann man Bilder schießen lassen, was auch immer. Es ist ein ganz gutes Trainingsprogramm. Was ich immer schwierig fand, ich habe gar nicht gesagt, was ich studiert habe, ne? Ich habe hinterher nach VWL habe ich Kommunikationswissenschaften studiert, auch ein typischer Studiengang, wo man irgendwie sagt, ja, kann man viel machen, aber was, weiß ich nicht. Das sind immer so diese Weihnachtssituation, so wie lange brauchst du noch? Ja, noch ein Jahr. Ich habe das jahrelang gesagt, noch ein Jahr. Und was machst du damit später? Weiß ich nicht. Was kannst du damit machen? Vieles. Das ist ein bisschen deprimierend. Ich habe natürlich einen großen Fehler gemacht. Erstens hatte ich nie solche Veranstaltungen oder wenn, dann habe ich sie nicht mitgekriegt. Ich würde einfach mal Jobanzeigen durchgucken. Wenn Sie heute fertig wären und Sie sind Elektrotechniker oder Physiker oder Sie haben technischen Umweltschutz studiert, geben Sie mal so eine Jobbörse ein und gucken Sie mal, was da für Jobs ausgeschrieben werden für Leute, wenn Sie fertig wären. Und da treffen Sie eventuell auf Unternehmen, wo Sie sagen können, okay, und wenn ich jetzt übermorgen fertig bin, worauf achtet ihr da so? Ist dann Geschwindigkeit wichtig oder ist meine Note wichtig oder was braucht ihr? Also das alles an der Uni schon nutzen zu können, finde ich wichtig. Da versuchen wir viele Leute hierhin zu bekommen, damit sie nicht durch die Gegend tingeln müssen. Ich finde, dieses an der Uni weiß man nichts, nicht so praxisbezogen, finde ich Quatsch. Es gibt extrem viel Praxisbezug. Der einzige Unterschied ist, Sie müssen sich den eben holen. Die Angebote liegen alle rum. Es wird Ihnen nicht so vorne reingestopft. Also, so eine Messe ist eine feine Sache, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu kommen. Wenn Sie sagen, ich würde das ganz gerne schon irgendwie in meinen Studienalltag integrieren, gibt es auch ein Modul, was Sie belegen könnten. Und zwar ist es das Modul Prepare. Dafür gibt es 6 Leistungspunkte. Das ist ein berufsvorbereitendes Modul zusammen mit Arbeitgebern. Sie bekommen ein Zertifikat. Sie haben ein Praxisprojekt, was Sie mit Unternehmen gemeinsam machen. Das ist eine spannende Sache, weil es ist irgendwie einerseits Studium, andererseits direkter Praxiskontakt. Es sind schon viele Dinge daraus entstanden, dass man sagt, und wenn du mal einen Job suchst, dann machst du es halt bei uns. Ach, du willst eine Abschlussarbeit schreiben, dann bei uns im Unternehmen. Auch eine Sache, die ich super interessant finde. Schauen Sie sich das gerne mal an, ob das etwas für Sie wäre. Wenn Sie sagen würden, okay, jetzt habe ich die ganze Zeit gehört, irgendwie, ich möchte gerne noch Auslandsaufenthalte machen, auch wieder so eine Sache, wo ich dachte, früher Auslandsaufenthalt kann ich mir überhaupt nicht leisten. Ich muss jobben nebenher, kann ich noch nicht ins Ausland. Dinge, die ich nicht wusste, aber Sie können auch Unterstützung für ein Praktikum eben im Ausland bekommen. Und zwar kann das eventuell noch zusätzlich zum BAföG dazu laufen. Das ist eine finanzielle Unterstützung, aber eben auch bei der Organisation oder bei der Auswahl von Praktikumsgebern im Ausland ist der Career Service eine perfekte Anlaufstelle. Dann haben wir eben kurz über Stipendien allgemein gesprochen. Wir haben auch ein Stipendium, wo Sie Universitäten vergeben in Deutschland jetzt nicht traditionell selber Stipendien, aber das deutsche Stipendium ist meistens in universitärer Hand. Da sehen Sie nochmal ein Bild von der Absolventenfeier in diesem Jahr. Sind 300 Euro Förderung pro Monat. Davon kommen 150 Euro vom Bund, 150 von privaten Förderern, die zum Teil eben auch sagen, ich würde gerne Leute fördern, die das und das studieren oder die das und das machen, wie auch immer. Und ist unabhängig von BAföG oder von Ihrem Einkommen. Was braucht man dafür? Was für Auswahlkriterien? Ja, Sie müssen hier studierend sein. Sie müssen noch ein bisschen Zeit haben, bis Sie Ihre Regelstudienzeit erreichen. Wenn Sie vernünftige Noten im Abitur bzw. im Studium haben, ist das nicht ganz so verkehrt. Aber es geht eben nicht nur darum, auch solche Sachen. Ich habe mich engagiert, ich mache Dinge drumherum noch. Es kann sogar Ihr Studi-Café in Ihrem Studiengang sein. Das ist auch Engagement. Sie machen etwas uneigennützig quasi. Oder sowas, familiäre, biografische Herausforderungen. Das ist ein sehr großer Begriff. Keine Ahnung, es kann eine Kleinigkeit sein. Ja, vielleicht sind Sie die erste Person in der Familie, die studiert. Vielleicht sind Sie aus dem Ausland gekommen. Vielleicht haben Sie das Abitur trotz irgendwelcher Hürden genommen. Was weiß ich denn, zweiter Bildungsweg.
Ihre Definition ein bisschen. Probieren Sie das ruhig aus. Es werden über 100 Stipendien vergeben. Das Geld ist nicht schlecht. Der Kontakt, der ist manchmal fast mehr Geld wert. Genau, ansonsten gibt es noch das Alumni-Mentoring, und zwar, dass Leute, die hier studiert haben und abgeschlossen haben, sie unterstützen, also quasi wirklich 1:1. Das heißt, sie haben quasi einen Mentor, eine Mentorin an der Seite, die vielleicht aus demselben Tümpel stammt wie Sie, jetzt fachlich meine ich natürlich, und wo Sie sagen, das wäre super, da kann man Job-Shadowing machen, da kann ich mitgehen. Da ist also quasi jemand, den ich fragen kann, Dinge, die ich von alleine nicht rausbekomme. Und ansonsten gibt es auch noch das Angebot des Coachings, also gerade wenn Sie sagen, irgendwie sehe ich überhaupt nicht mehr klar, ich kriege auf die doofen Fragen Weihnachten keine vernünftige Antwort mehr raus, ich habe das Gefühl, es ist voll die Sackgasse, ich will überhaupt nicht Wirtschaft, ich will meinen Studiengang überhaupt nicht fertig machen, das ist nicht meins, die Leute sehen so komisch aus, dann kann es sein, dass auch sowas gut wäre. Ja, das ist nicht nur Studienberatung, sondern auch, wo geht's hin, was soll das, wie finde ich heraus, was denn jetzt eigentlich ein guter Weg wäre, wenn ich so Richtung Karriere, Beruf denke, können Sie da auch zum Career Service gehen. Das allerletzte, was noch dazu gehört, klar, es gibt einfach eine Anlaufstelle, da können Sie auch genauso hin. Es sind Studis, die da arbeiten, auch ein Studijob, mit denen Sie über die Angebote sprechen können, wo Sie Materialien mitnehmen können und wo Ihre Unterlagen auch mal gegengecheckt werden. Also, wenn Sie jetzt gleich im Anschluss denken, okay, das klingt alles interessant für mich, das Mindeste, was Sie tun können, ist gleich rausgehen, nehmen Sie sich so ein Booklet mit, wo Sie einen Überblick darüber haben, was für Angebote jetzt im aktuellen Semesterprogramm zu finden sind. Gut, Career Service. Jetzt haben wir über den Career Service gesprochen. Ich finde, es gibt ja noch so ein anderes Thema, wo Sie hier an der richtigen Stelle sind. Erstens ist Berlin dafür bekannt, so ein bisschen, ne, dieses Start-upige, aber auch an der TU. Startup at TU Berlin. Hier so als Überblick, wir sind Patent, Hochschule als Wirtschaftsfaktor, wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt. Das ist jetzt noch nicht mal die aktuellste Grafik. Wie viele Gründerstipendien, wie viele Startups aus der TU gibt es eigentlich, wie viele Gründerinnen und Gründer sind aus der TU herausgekommen, und zwar jetzt nicht irgendwie studiert und dann, sondern meistens schon irgendwie während des Studiums sind sie auf jeden Fall an einer ganz guten Stelle gelandet. Und auch, wenn man sich das mal so, ich stehe überhaupt nicht auf Rankings, aber wenn wir in Rankings irgendwo oben sind, stehe ich doch drauf. Es ist einfach ein Fakt, dass wir eigentlich ganz gut aussehen im deutschlandweiten Vergleich, was nicht nur sehr gut, wir sind relativ top eigentlich, aber da gibt es gleich einen Kollegen, der kann Ihnen das noch viel besser erklären. Das heißt, bei dem Thema Gründung und Gründungsunterstützung sind wir ganz weit oben. Und die Frage ist, eventuell könnte das ja auch für Sie ganz gut sein, also in einer Umgebung irgendwie zu studieren, wo Sie sagen, naja, jetzt sitze ich, wenn Sie im ersten Block da waren, wissen Sie ja noch, ich sitze in einer Veranstaltung, links und rechts neben mir, die studieren was anderes. Wir haben bei den Brautechnikern bei der Party sehr viel Bier getrunken, hatten bekloppte Ideen. Und dann gibt es plötzlich 3-4 Leute, die dann gemeinsam sagen, ja, lass uns das so umsetzen. Klingt irgendwie total sinnvoll. Und auch am nächsten Tag, wenn Sie nüchtern sind, klingt es immer noch nicht nüchtern, sondern sinnvoll. Dann kann man das eventuell umsetzen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass jemand von unserem Center for Entrepreneurship der TU Berlin da ist, und zwar Robert, der jetzt gleich ein Mikro in die Hand bekommen wird und dann zu uns auf die Bühne kommt, etwas über das Center sagt und eine echte Start-Upperin schauen wir uns sogar auch noch an, später, glaube ich. Robert, bitte. Hi. Jetzt brauchst du mich, ne? Herzlich willkommen an der TU Berlin. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Robert Hohlbaum. Ich bin Mitarbeiter beim Center for Entrepreneurship, da ganz speziell für euch zuständig, für die Studierenden an der TU Berlin. Sind ja 35.000 insgesamt, wa? Und heute, glaube ich, nochmal so um die 8.000 mehr geworden mit euch. Schön, dass ihr da seid. Ich fasse mich kurz, was wir machen, und das machen wir ziemlich gut. Wir müssen eigentlich viel weiter oben auf dem Ranking sein. Die anderen haben ein bisschen geschummelt. Was wir ziemlich gut machen können, ist Gründungsvorhaben unterstützen, und zwar innovative und nachhaltige Gründungsvorhaben von der Idee bis zum Markt. Also das ganzheitlicher Ansatz, den wir fahren, und das ist so, sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket, was wir euch anbieten können, wenn es irgendwann mal soweit ist. Und warum sprechen wir heute schon darüber? Weil ich denke, man kann das Studium wunderbar nutzen, um sich schon weiterzubilden, zu qualifizieren zum Thema Entrepreneurship, Gründen und Startup, man kann an unseren Veranstaltungen teilnehmen, man kann Teil unserer Community werden, man kann sich vernetzen,
Man kann in unserem neuen Coworking-Space am Ernst-Reuter-Platz im Prototypen-Werkstatt Dinge schon ganz konkret umsetzen. Und man kann die Zeit im Studium eigentlich perfekt dafür nutzen, sich vorzubereiten. Und wenn irgendwann der Tag X kommt, dass die Idee da ist, dass das Team da ist, dass eine coole Masterarbeit oder vielleicht auch Bachelorarbeit da ist oder vielleicht sogar später ein Forschungsprojekt zu Ende läuft und man hat was Cooles herausgefunden, dann sind wir die richtige Adresse, um ein Beratungsgespräch zu vereinbaren. Und dann gucken wir, dass ihr mit eurem Vorhaben in den Inkubator kommt. Wir gucken nach einem Fördermittel und dann betreuen wir euch mindestens ein Jahr ganz, ganz intensiv. Und am Ende dieses Jahres öffnen wir unsere Netzwerke oder schon während dieses Jahres öffnen wir unsere Netzwerke zur Industrie, zu Investoren. Und es ist wirklich eine Vielzahl von Formaten, die wir da insgesamt im Angebot haben. Aber heute kurz und knapp für euch Studis an der TU Berlin. Nächste Woche Montag beginnt eine Vorlesungsreihe, die heißt Business Model Canvas, Schritt für Schritt zum nachhaltigen Unternehmen. Ist für euch alle frei wählbar im freien Wahlbereich. Es gibt drei Leistungspunkte. Ihr könnt anhand eurer eigenen Ideen in interdisziplinären und heterogenen Teams eine kleine Gründungsidee mal weiterdenken, ein Geschäftsmodell entwickeln und einen Mini-Businessplan schreiben. Das macht total viel Spaß. Ich betreue das. Das heißt, wenn ihr da noch Fragen habt, kommt im Anschluss zu mir ins Foyer und sprecht mich an. Und was ihr euch vielleicht auch schon in den Kalender eintragen könnt, ist der 4.11., das ist ein Montag. In der Vorlesungszeit veranstalten wir immer am ersten Montag des Monats ein Netzwerk-Event für Studis. Da stellt sich eins unserer Gründungsteams vor. Man kann danach bei Getränken und Snacks selber ein bisschen in Austausch treten. Man kann selber spontan pitchen, wenn man Lust hat und jemanden oder etwas sucht. Und das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg für euch neben dem Studium in unsere Community, in unser Ökosystem hier an der TU Berlin. Also ich lade euch ganz recht herzlich ein, sprecht mich auch gleich noch an. Ich habe einen Semesterflyer mitgebracht heute, druckfrisch aus der TU-Druckerei und da stehen auch meine Kontaktdaten drauf. So viel dazu, danke. Und ich habe heute noch jemanden mitgebracht und das ist eigentlich die perfekte Person, die jetzt hier neben mir gleich auf der Bühne stehen wird. Und zwar eine Studentin, noch Studentin an der TU Berlin, also genau wie ihr auch. Sie studiert den vom CFE betreuten Masterstudiengang Entrepreneurship, Innovation Management and Sustainability. Ist ein sehr nachgefragtes Studienprogramm. Schaut euch das mal an, ist vielleicht für später was Interessantes für euch. Sie ist gerade auf der Ziellinie ihres Studiums. Sie schreibt ihre Masterarbeit. Sie hat bei einem unserer Vernetzungsevents jemanden mit einer coolen und nachhaltigen Gründungsidee kennengelernt. Also sie ist jetzt schon im Studium eine Tech-Gründerin und sitzt gerade mit ihrem Gründungsteam bei uns im Inkubator. Und international aus dem Iran kommt sie, hat sie mir gerade noch erzählt. Also es könnte jetzt niemand Besseren geben als Sama, die jetzt von Sherwan Car heute mit dabei ist. Also, hi Sama. Hallo euch alle. Ich hoffe, dass ihr bisher einen sehr entspannten Tag gehabt habt. Und erstmal entschuldige ich mich wegen meinem Deutsch. Ich bin noch dabei zu lernen. Und danke. Also, ich heiße Sama und ich bin die Mitgründerin von einem Startup, heißt Sherwan Car. Ich habe meine Journey hier in TU Berlin angefangen, zweieinhalb Jahre früher. Und habe ich mit meinem Masterstudiengang in Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability hier angefangen. Hier habe ich für Sie den Pullover auch heute angezogen. Und dann habe ich Julius, die andere Mitgründer, in einer Startup Monday, der schon Robert erzählt hat, kennengelernt und dann wir haben teamed up und dann wir haben die Sherwan Car gegründet mit der Hilfe von Center of Entrepreneurship. Erkläre ich alles das später. Aber was ist Sherwan Car? Wir sind eine Mobilitätslösung, wir glauben daran, dass die Mobilität für alle dass die Mobilität für alle verfügbar sein soll und nicht nur für die Leute, die in der Stadt wohnen. Also stell dir vor, dass
eher im Umland wohnen und jeden Tag mussten sie pendeln zu einer anderen Stadt wegen der Arbeit oder wegen des Studiums. Und hier ist das Problem, dass 60% von diesen Leuten finden sich wirklich nicht sehr gut angebunden und deswegen 80% von der Strecke jeden Tag mit dem privaten Auto gefahren sind. Aber die sind auch nicht schuldig, weil es gibt keine andere Möglichkeit außerhalb von öffentlichen Verkehrsmitteln und privates Auto in diese Gebiete. Und da bieten wir unsere Lösung, eine dynamische Mitfahrgelegenheit, die für tägliche Pendeln geeignet ist. Aber wie das funktioniert, das funktioniert so, dass zum Beispiel als ein Fahrer, du gehst auf der App und dann schreib einfach, wo ist die Zieladresse ist und dann kann die Navigation anfangen, der Fahrer, und gleichzeitig ist eine Carpool oder eine Mitfahrgelegenheit angeboten. Und dann der Mitfahrer kann den Echtzeitstandort von dem Fahrer auf die Karte schauen und eine Anfrage schicken, dass ich auch mitfahren will. Und dann der Fahrer kann das akzeptieren oder ablehnen. Was besonders bei unserer Lösung ist, ist, dass es ganz spontan und flexibel ist und man kann das jederzeit anbieten. Und es ist nicht so wie BlaBlaCar, die man im Voraus immer alles planen soll. Und dann durch diese Lösung, der Fahrer kann der Benzinkosten sparen und umweltfreundlicher sein. Und der Mitfahrer kann auch einen anderen Mode von Transportation haben, um A nach B in Umland zu kommen. Hier sind unsere Team. Ich habe mich schon vorgestellt, Julius ist der andere Gründer, der ein Entwickler ist. Und dann haben wir Joanna, unsere Designer, der macht alle schon Designer, die wir auf unserer Website haben. Und dann am Ende Max, der auch ein Developer für unsere Application ist. Weil wir jetzt eine Application sind, wir sind auch nicht beschränkend für ein besonderes Gebiet. Das heißt, dass wir wollen auch sehr gerne mit der TU Berlin eine Testrunde für unsere App anfangen. Und ich frage Sie herzlich, auf unsere Website zu gehen und sich anmelden für eine Testrunde. Und den ersten Zugang zu unserer App haben Sie dann. Und dann können Sie auf die Karte schauen. Vielleicht gibt es eine Mitfahrgelegenheit oder Sie können eine Mitfahrgelegenheit anbieten, um nach TU Berlin zu kommen. Und da gibt es auch eine Umfrage, ganz wichtig, diese Umfrage ausfüllen, damit wir euch besser kennenlernen zu können. Danke. Ja, das andere. Bleibt noch kurz. Ja, vielen Dank. Das ist meine App, die ich auch, ein Startup, was ich verstanden habe, auch, was es bringen soll. Deswegen Dankeschön dafür. Mich würde interessieren, Summer, wie funktioniert das, so ein Startup machen? Stehst du morgens auf und hast eine Idee? Oder wie ist das passiert? Wie hat sich das entwickelt? Weil das sieht jetzt sehr professionell aus. Das war am Anfang nie. Also persönlich habe ich Entrepreneurship hier an TU Berlin studiert in meinem Masters und deswegen war ich schon bekannt mit der Startup-Scene. Und dann, ich habe Julius, den anderen Mitgründer, der eigentlich die Idee hat. Wir haben uns in einem Startup Monday hier an TU Berlin kennengelernt und dann wir haben auf der Idee also einfach gearbeitet und dann wir hatten so erstmal einen Pitch gemacht, der also ein bisschen länger als was ich gezeigt habe, ist zum Beispiel, man muss auch wissen, wie ist das Market und wie viel Geld braucht man und so weiter. Und dann mit all diesem Pitch Deck sind wir zu Center of Entrepreneurship gegangen. Da gibt es ein Programm, heißt BSS, Berliner Startup Stipendium. Und da haben wir uns beworben und wir haben zwei Runden von Präsentationen gemacht da. Und wir waren sehr glücklich und wir haben das Stipendium bekommen und das Stipendium ist vor 6 Monaten und dann haben wir mit dem Projekt angefangen
Aber zusätzlich in der Period, also von wo wir jetzt auf dem Projekt arbeiten, gibt es auch viel Coaching, gibt es so viele Workshops, die man immer teilnehmen kann und mehr lernen kann, wie man in verschiedene Aspekte von der Startup arbeiten kann. Und wie ist das, dieses Pitch-Ding? Ist das so wie im Fernsehen? Also man geht da hin und dann gibt es da so vier unsympathische Menschen, die dann sagen, nein oder will ich nicht oder was soll der Scheiß? So, ist das so? Also es war ein bisschen schrecklich, also sehr stressig für mich eigentlich, die erste Pitch-Deck. Aber nach einer Weile, also je mehr man dieses Pitch macht, desto ist man mehr fließend nächstes Mal. Und ja, also da war eine Jury von, ich glaube, 8, 9 Leute. Und die haben uns erstmal Feedback gegeben. Und dann wir haben auf diese Feedback nochmal gearbeitet und dann noch einen anderen Pitch gemacht. Ja. Und wenn ich mir jetzt das vorstelle, ihr seid so ein Start-up und wie ist das dann? Wie ist die Stimmung? Also ihr seid jung, ihr seid hip, ihr trinkt Mate, ihr arbeitet von morgens bis abends und beutet euch aus, aber tanzt viel. Wie ist das? Was ist das für eine Gruppe? Es gibt so eine starke Community-Sense im 1 Coworking-Space, wo wir jetzt arbeiten. Und gibt es da 10, 15 verschiedene Start-ups und die arbeiten auf verschiedene Sachen. Und dann wir haben zum Beispiel Startup Breakfast und dann wir alle gehen zusammen und wir reden um normalerweise die Probleme oder die Herausforderungen, die man immer face und die sind gleich und deswegen also reden wir miteinander und dann sehen wir, wie das die anderen Dinge für die anderen Leute funktionieren. Aber es ist nicht so, dass, also alle Leute sind ziemlich jung, wie ich oder bis zum 35 Jahre alt. Aber in unserem Startup haben wir Max und er ist schon ungefähr 50 Jahre und ja, und dann, aber ist gut. Also er ist ein sehr guter Entwickler. Dann, ja, geht schon. Okay, danke schön, Sama. Robert, was mich interessieren würde, womit muss ich denn jetzt zu dir kommen? Also wie ausgereift sollte die Idee sein, die mir morgens beim Duschen so, und dann komme ich, womit soll ich zu dir angelatscht kommen? Ab wann macht das Sinn? Naja, mit der vagen Idee von der Dusche wäre es vielleicht noch ein bisschen früh. Wir müssen auch ein bisschen auf unsere Ressourcen gucken. Und was Sama gerade gesagt, wenn man eingeladen ist zu dem Pitch, hat man es schon sehr weit geschafft. Da sitzen nur sympathische Menschen, das sind wir, das CFE, da sind keine Externen dabei. Das heißt, man ist erstmal noch in einem sicheren Rahmen, macht man das. Und wie gesagt, wenn man es so weit geschafft hat, sieht es meistens ganz gut aus, dass man in den Inkubator kommt. Aber ansonsten zum Ideenstatus. Und was du ja vorhin auch schon gesagt hast, war ja interessant. Es ist schon mal ein ziemlich weites Spektrum von Ideen, die bei uns aufschlagen. Da sind Dinge dabei, vielleicht noch vage Ideen, die gut sind, aber noch weiterentwickelt werden muss. Dann schickt mir die Leute nochmal mit Hausaufgaben nach Hause. Ihr braucht noch jemanden, der irgendwie den technischen Part oder den Business-Part besser abbildet. Oder macht doch mal eine Marktrecherche, guckt noch mal in unsere Qualifizierungsangebote rein und dann kommt ihr in einem Viertel oder einem halben Jahr wieder. Das kann schon sein. Es kommen aber auch Ideen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Promotion ist auch schon abgeschlossen, dann noch 5 Jahre oder länger vielleicht sogar noch weiter geforscht an einem ganz speziellen hochtechnologischen Thema. Auch diese Ideen kommen dann bei uns an und da muss man natürlich schauen, erstmal, dass wir das verstehen, das ist die große Herausforderung, erstmal auch, was die angehenden Gründerinnen und Gründer haben, das so darzustellen, dass wir gucken und auch erkennen, was die Chance darin ist, aber das ist diese Spannbreite, also wir wollen schon ein bisschen weiterentwickeln, ein bisschen Gehirnschmalz soll da drin sein, das kann man im Rahmen unserer Veranstaltungen aber auch weiterentwickeln und man kann vor allem die Leute auch treffen, die mit einem zusammen das machen. Das heißt, von Anfang an ist aber auch die Idee oder sollte die Idee sein, das nicht im stillen Kämmerchen zu versuchen, bis ganz zum Ende schon durchzuentwickeln und durchzudenken. Nein, so früh wie möglich raus damit, kommt zum Startup Monday und pitcht einfach mal kurz 1, 2 Minuten, was ihr vorhabt. Und kommt danach mit Leuten ins Gespräch und dann entwickelt sich das so weiter. Und wer die 1 spannend findet, auf die sind wir ja alle total stolz, den neuen Coworking Space, Innovationsplattform ist es ja sogar, geht noch darüber hinaus, mit Prototypenwerkstatt, Seminarräumen und Eventflächen, der kann sich gern bei mir melden und dann machen wir mal eine kleine Tour und kommen irgendwie ins Gespräch. Auch
meine Kontaktdaten findet ihr im Flyer, den ihr draußen euch abholen könnt. Genau, also stellt einfach irgendwie Kontakt zu uns her und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, wie wir euch am besten unterstützen können. Vielleicht noch ganz, ganz kurz, gibt es ein Startup, was ihr betreut habt, was man kennt? Diese Frage kommt wirklich immer. Ja, ich weiß, ja. Aber ich habe ein begrenztes Set an Fragen. Habt ihr schon das Unicorn oder diesen, man muss wirklich gucken, wie ich schon gesagt habe, dieses Spektrum, da kommt vieles auch aus der Forschung. Das ist so ein bisschen das und der Goldstaub, auf den wir eigentlich aus sind, mit Patenten und so weiter und so fort, wie du schon gesagt hast. Das werden perspektivisch keine Unternehmen, die weltweit mit 10.000 Leuten agieren. Die bleiben hoch innovativ, die werden vielleicht 20 Leute, vielleicht 50, wenn es gut läuft. Genau so eine Vorhaben gibt es, die hier keiner kennt, weil die irgendwo in einem mega hohen Level technologisch unterwegs sind. Die machen weiter wieder Forschungsprojekte mit der TU Berlin, bleiben ganz eng mit uns in Verbindung und mit den Fachgebieten. Das ist diese eine Seite und die andere Sache ist diese Projekte, die vielleicht bekannter sind, die mal bei der Höhle der Löwen waren, sowas haben wir auch schon gehabt. Das sind diese klassischen B2C, Business-to-Consumer-Geschichten, die man vielleicht erkennt. Wir haben ein tolles Team mal gehabt, was leider gescheitert ist. Und das war diese Wurfkamera, diese Panone-Wurfkamera, die es dann mit Crowdfunding und so leider doch nicht geschafft hat, sich auf dem Markt zu etablieren. Aber wenn ich jetzt ad hoc nachdenke, es gibt noch Apps, die man auch kennt. Joy, die ist so eine App. Es gibt Flowkey, hatten wir mal hier. Das geht es um das Erlernen von Musikinstrumenten. Wir haben schon eine Reihe von Startups und alle kann man sich anschauen bei uns auf der Website. Da sind insgesamt 130 bis 150, soweit ich weiß, die wir seit 2007 ganz intensiv, das heißt ein Jahr mindestens, unterstützt haben. Es gibt das eine und das andere. Okay, dann noch einmal ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr beiden da wart. Mit euch kann man später noch draußen sprechen, mit dir auch. Okay, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, Berufseinstieg, Karrierestart. Klingt nicht schlecht, finde ich. Mit dem Carsharing auf jeden Fall. So, kommen wir so ein bisschen zum nächsten Thema, und zwar TU Berlin International. Ich hatte ganz am Anfang schon mal gesagt, international geht hier auch einiges bei uns. Ich würde ganz gerne erst über etwas sprechen, was hier zu Hause quasi funktioniert, und zwar Internationalisierung at home quasi. Was gibt es denn, was Sie sind ja gerade da, ich will jetzt nicht, dass Sie sofort schon wieder abreisen. Deswegen, warum ist das überhaupt wichtig, Internationalisierung? Ich meine, das ist relativ klar. Wir zirkulieren zwar die ganze Zeit so ein bisschen um uns herum, so hier in Berlin vor allem, so aus dem eigenen Kiez rausgehen, ist überhaupt nicht so populär. Aber wir haben es gerade schon gehört, wir arbeiten alle international miteinander, deswegen ist es schon nicht so ganz verkehrt, so ein bisschen den Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen und zu gucken, was denn hier so gehen würde. Was Sie machen können, zum Beispiel, wenn Sie Lust haben, engagieren Sie sich doch in dem Intercultural Club, den es bei uns an der TU gibt. Das heißt, wenn Sie sagen, na, ich möchte mich gerne mit Leuten zusammentun, die aus anderen Ländern kommen, mich austauschen, ist das eine Möglichkeit, die Sie bei uns zum Beispiel an der TU nutzen können. Sie könnten theoretisch auch sagen, gut, ich möchte gerne einmal in der Woche, alle zwei Wochen einmal irgendwie beim Kulturcafé dabei sein. Das Kulturcafé ist etwas, was wir eingerichtet haben über die allgemeine Studienberatung. Die ist in erster Linie auch dafür gedacht, um Leuten, die aus ihrem Heimatland geflohen sind, mit Fluchterfahrung, die jetzt hier bei uns studieren, bei uns im Gaststudium oder bei uns im regulären Studium da sind, sich mit den Leuten zwischendurch mal auszutauschen, einfach, weil es mich interessiert, wie funktioniert das denn in anderen Ländern. Kann gerne zu uns beim Kulturcafé dabei sein, ist jeden zweiten Mittwoch, so ist es richtig, ab 16 Uhr im Vivi-Café. Was gibt es sonst noch, wenn man sagen würde, Internationalisierung ist schön, möchte ich aber ganz gerne hier machen. Sie können sich auch beim Buddy-Programm beteiligen. Ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Ehrenamt haben wir ja gerade gehört, könnte eventuell auch anderweitig noch relevant für Sie sein. Und zwar geht es um interkulturelle Begegnung. Und zwar von hier Studierenden mit Austauschstudierenden von den Partneruniversitäten. Geht relativ simpel. Schauen Sie sich das gerne an, das Buddy-Programm, falls Sie sagen, ich möchte ganz gerne hier mit Leuten in Kontakt kommen, Auslandsaufenthalt steht jetzt im Moment für mich nicht zur Debatte. Warum machen wir das eigentlich alles? Natürlich geht es uns darum, dass wir am Ende dann auch so eine deutsche Technologie und deutsche Kultur brezeln, dass Sie das auch mit exportieren oder mit exportieren lassen, ist alles relevant. Ich habe übrigens noch mehr von diesen schlechten Videos, nur falls Sie denken, das Niveau kann nicht noch tiefer sinken, doch.
Wenn Sie jetzt sagen würden, okay, Internationalisierung, meinetwegen, wie funktioniert das denn mit etwas, wovon ich unmittelbar was habe? Sprachenlernen. Sprachenlernen ist genauso ein großes Thema, was irgendwie relevant sein könnte. Wenn man sagen würde, ich würde gerne meine Sprachkenntnisse vertiefen, haben wir eine Standardeinrichtung, das ist unsere Zentraleinrichtung für moderne Sprachen. Ich habe Ihnen da oben auch nochmal den Direktzugang markiert, 63015. Das Zentrum für moderne Sprachen, die Zentraleinrichtung für moderne Sprachen, bietet so ein bisschen so die großen fundamentalen Sprachen an, ne? Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch und Chinesisch, auf ganz unterschiedlichem Niveau, wenn Sie die Sprache lernen wollen, aber eben auch, wenn Sie sagen, naja, Englisch kann ich schon, bieten die aber auch verschiedene Kurse mit unterschiedlichen Schwerpunkten an. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, naja gut, wenn ich jetzt im Ausland bin, komme ich mit Englisch klar. Wenn ich aber mit jemandem, der einen Ingenieurstudiengang in einem anderen Land studiert hat, mich fachlich austauschen wollen würde, ist sehr schnell Ende Gelände. Gibt es zum Beispiel auch da Sprachkurse, die Sie dafür nutzen könnten. Was Sie auch nutzen können, ist die Sprach- und Kulturbörse. Die ist nicht von der TU, aber an der TU, schon seit 30 Jahren, eng verbandelt. Die Sprach- und Kulturbörse bietet noch eine Palette ganz anderer Sprachen an, wenn Sie sagen würden, nee, ich hätte jetzt aber mehr Lust auf irgendwas, was ein bisschen exotischer ist als das. Und es fängt natürlich bei A wie Arabisch an, geht über Slowenisch, wenn ich mich nicht täusche, bis runter zu Koreanisch oder Vietnamesisch oder Türkisch. Geht auch. Ist deswegen auch ganz interessant, finde ich, weil es ist meistens hier in der Nähe an der TU und die Preise sind extrem überschaubar. Also wenn Sie sagen, ja, ich brauche das jetzt nicht irgendwie so super konkret, weil ich einen Auslandsaufenthalt plane, sondern einfach vielleicht das vielleicht auch so für mich machen möchte, sind das Dinge, die man sich definitiv mal leisten kann. Sprach- und Kulturbörse, genauso wie die Zentraleinrichtung moderne Sprachen, sind auch draußen. Falls Sie die nicht eben schon gesehen haben, können Sie gleich beim Rausgehen sich einen Flyer von denen mitnehmen. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Herzstück natürlich, was mit Internationalisierung zu tun hat. Ich wurde auch schon darauf angesprochen, was wäre denn, wenn ich jetzt, ich bin zwar gerade erst hier und hier ist es natürlich auch fantastisch, ich möchte gar nicht weg, aber wenn, wie funktioniert das denn, wenn ich ins Ausland gehen wollen würde? Und dann freue ich mich, dass von dem Bereich der Studierendenmobilität, da bist du, ich hatte gerade Schiss, dass Stefan da ist, von der Studierendenmobilität, der uns ein bisschen was dazu erzählen wird. Herzlich willkommen. Jo, danke schön. Komm ruhig ein bisschen näher. Ah ja, vielen Dank. Hallo zusammen, willkommen an der TU Berlin auch von uns. Ja, ich bin Stefan, ich bin Masterstudent hier an der TU und war zweimal während meines Studiums im Ausland, einmal im Bachelor und einmal im Master. Ja, und es war ziemlich abwechslungsreich, sagen wir es mal so. Stefan, du arbeitest ja auch in dem Bereich, richtig? Und ja. Du wirst uns gleich noch ein bisschen mehr formelle Sachen erklären, aber mich würde jetzt erstmal interessieren, du warst im Ausland zweimal. Genau. Magst du sagen, wo? Ja, im Bachelor war ich in Danzig, in Polen. Eine Entscheidung, wo ich häufig gefragt werde, so, warum da? Das war für mich einfach damals der Grund, weil ich wollte unbedingt ins Ausland. Ich saß hier in dieser Veranstaltung, habe mir das angehört, was die anderen Studierenden erzählt haben und habe gesagt, boah, das will ich auch machen. War genauso wie du nicht der beste Student im Bachelor-Studiengang und musste dann so ein bisschen gucken, wo es hingehen könnte. Sprachkurse habe ich auch spät angefangen, deshalb waren so südeuropäische Länder ein bisschen schwierig und dann habe ich mich entschieden, nach Polen zu gehen und es war eine super Erfahrung. Also vor allem, weil man eben mit nicht viel gerechnet hat, das war super toll. Und im Master? Im Master war ich in den Niederlanden, in Delft. Das war dann genau der umgekehrte Fall. Da habe ich mich vorher super präzise mit den Kursen auseinandergesetzt, wusste auch genau, was ich machen wollte. Und dann habe ich mich beworben und es hat geklappt. Es war auch eine super Zeit, aber eben ganz anders als in Polen. Also würdest du sagen, Auslandsstudien, Aufenthalte empfehlenswert prinzipiell? Absolut. Also für einen selber. Man denkt am Anfang, es ist super kompliziert. Man muss ganz viel Papierkram erledigen. Man muss sich ganz lange damit auseinandersetzen. Aber die Hilfe hier an der TU Berlin ist echt grandios. Also man kann hier zu den Infoveranstaltungen gehen oder sich eben Hilfe holen und dann geht das eigentlich recht fix und wenn man es dann einmal gemacht hat, wenn man dann einmal im Ausland ist, dann ist es halt, dann hat man das auch alles schon wieder vergessen und dann, ja. Ich habe noch ein paar Fragen, aber die stelle ich dir, nachdem wir uns jetzt sind wir so richtig heiß und wollen ins Ausland, erklär doch mal bitte, wie das funktioniert. Ja, kommen wir von mir zu euch. Aha. Die Wege ins Ausland. Also, was könnt ihr machen? Ein bisschen was habt ihr eben schon gehört. Ihr könnt Praktika machen. Da wendet ihr euch dann am besten an den Career Service. Das sind eben
selbstorganisierte Praktika meistens, wo ihr euch die Firma sucht oder eben eine Universität im Ausland, dann hier mit dem Career Service zusammenarbeitet und euch das eben selber irgendwie vorbereitet, dann ins Ausland geht und eine super Zeit habt. Ihr könnt außerdem Summer Schools machen, das sind eben kurze Programme, meistens in den Semesterferien an anderen Universitäten und ist auch super, wenn ihr mal denkt, hier, vielleicht gibt es ein paar Kurse, die ich hören wollen würde, aber die gibt es an der TU Berlin nicht, dann kann man sich mit so einer Summer School super weiterbilden. Das gleiche gilt für Abschlussarbeiten. Wenn ihr unbedingt noch mal ins Ausland gehen wollt, am Ende eures Studiums und eben wisst, okay, es gibt diese Themenbereiche, die an denen manche Universitäten super stark sind, dann sucht euch doch da irgendjemanden, Professor raus, ein Thema und schreibt die an. Das könnt ihr dann entweder selber organisieren oder über das Erasmus-Programm. Genau, und dann gibt es eben noch das ganz normale Auslandsstudium. Da gibt es einmal die Möglichkeit, das in Europa zu machen. Dann haben wir auch noch super Kooperationen in Übersee, im Überseebereich. Das ist eben alles andere als Europa. Und als letztes und super Möglichkeit gibt es die Option des Doppelabschlusses. Da würdet ihr dann zur Hälfte an der TU Berlin und zur Hälfte dann eben an einer anderen Universität studieren und dann zwei Abschlüsse bekommen am Ende. Und das ist natürlich dann super toll. Und diese Double Degrees, Doppelabschlüsse, sind eben ein bisschen studiengangabhängig. Da müsstet ihr dann eben mal schauen, gibt es da was für euch? Gibt es da vielleicht was in einem ähnlichen Bereich, was man dann im Master machen könnte oder eben im Bachelor schon? Ja, wie ihr seht, die TU Berlin ist eine sehr beliebte Universität, vor allem für Kooperationen. All diese roten Punkte in Europa sind Universitäten, an die ihr tatsächlich gehen könnt. Vielleicht nicht jeder, ist, wie gesagt, immer ein bisschen abhängig vom Studiengang. Aber alles in allem haben wir viele Kooperationen, viele Möglichkeiten für euch. Und es bewerben sich nicht immer so viele Studierende. Also macht es einfach, wenn ihr das machen wollt, so wie ich es gemacht habe. Bewerbt euch für eine Universität irgendwo im europäischen oder außereuropäischen Ausland. Und am Ende klappt das, sage ich euch. Was ist drin bei euch im Erasmus-Programm? Also, ihr bekommt einmal ein super organisiertes Programm. Ihr müsst euch nicht vorher Gedanken machen über irgendwelche, wen spreche ich an, muss ich mich um meine eigenen Sachen kümmern oder nicht, sondern das ist alles in diesem Erasmus-Programm geregelt. Es gibt die Kooperation zwischen Universitäten und ihr bewerbt euch dann an der TU Berlin, werdet von der TU Berlin nominiert für eine Universität im Ausland und ja, geht dann eben ins Ausland, schreibt euch da ein und studiert eben ein oder zwei Semester. Das Gleiche gibt es auch noch für den Überseebereich. Wir haben wirklich auf jedem Kontinent Kooperationen, ihr könnt euch also austoben und kreativ werden. Wir haben die Summer School in chinesischen Universitäten, wir haben Australien ist sehr beliebt und da gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich vielleicht anmerken sollte. Wir haben, das ist auch hier gut zu sehen, die Bereiche geteilt in in Nordhalbkugel und Südhalbkugel. Das hat ein bisschen was damit zu tun, wann ihr euch bewerben müsst. Da gibt es eben zwei verschiedene Fristen. Für das Erasmus-Programm ist das immer das Gleiche, egal in welchem Semester ihr geht. Aber da guckt ihr am besten alles online nach, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt oder wenn ihr sagt, es ist was, was für mich in Frage kommt, dann schaut am besten da nochmal nach. Es gibt die besten Informationen, alles immer online oder bei uns im Büro. So, wie habe ich gerade schon ein bisschen angesprochen, warum so ein Austauschprogramm, warum nicht alles selber organisieren? Ja, das könnt ihr natürlich auch machen, das ist ein bisschen mehr Arbeit, aber im Endeffekt hat die EU und die TU Berlin da schon ein bisschen vorgearbeitet mit dem Erasmus-Programm und den ganzen Kooperationen mit den Universitäten weltweit. Was könnt ihr von der TU Berlin erwarten in diesem Fall? Wir haben super Büros und super Kollegen, die euch dabei helfen, erste Informationen zu sammeln über die Länder, über die Universitäten und über die Kurswahl und vor allem auch über den Studiengang, ob das eben für euch möglich ist, in eurem Studiengang an diese gewünschte Universität zu gehen. Eine große Hilfe dabei sind die Erfahrungsberichte, die eben jeder Student schreiben muss, sobald er wieder zurück ist. Ich habe auch zwei geschrieben. Ist am Anfang wie so viel eben einen Bericht schreiben, aber am Ende hat man es dann ganz fix gemacht und es hilft eben euch, neuen Studenten, Studierenden, bei der Planung und bei der Überlegung, möchte ich wirklich an diese Universität gehen oder gibt es da vielleicht nicht andere Möglichkeiten? Das Gleiche gilt für die Finanzierung, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, was könnt ihr da erwarten? Und die TU Berlin hat es einfach gemacht, ihr müsst, wie Timo vorhin, der Preisträger, es ja erklärt hatte,
Eine Beurlaubung könnt ihr einfach beantragen. Also wenn ihr ins Ausland geht, heißt das nicht, dass ihr automatisch Studienzeit verliert, wenn ihr da nicht so viele Kurse macht, wie ihr hier eigentlich machen solltet, sondern normalerweise ist das so, ihr lasst euch beurlauben, müsst dann hier an der TU Berlin auch keine Studiengebühren bezahlen und habt dann sozusagen ein Urlaubssemester im Ausland, habt dann Zeit, da eure Kurse zu machen und sobald ihr wieder da seid, zählt dann der normale Semester, der Counter eben weiter. So, was könnt ihr erwarten von den Universitäten vor Ort? Wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt Kooperationen und eben dieses Erasmus-Programm, was schon sehr viel vorgearbeitet hat. Die Leute wissen, dass ihr kommt. Die wissen von uns, von eben unserem Büro, wir schicken denen den Namen und eure E-Mail-Adresse. Das heißt, sie wissen genau, wer ihr seid, wann ihr kommt, dass ihr betreut werden müsst und helfen euch eben auch bei Unterbringung und Einschreibung. Und die meisten Universitäten weltweit haben eine Studierendengruppen eben, die neuen Studierenden willkommen heißen und Orientierungstage veranstalten und eben so ein bisschen die sozialen Netzwerke ausbauen am Anfang. Und es ist super hilfreich, wie ihr das jetzt hier gerade macht, in den ersten Tagen immer zu den Veranstaltungen zu kommen, weil man viele Leute kennenlernt, man sitzt neben netten Menschen und dann geht man mal einen Kaffee trinken oder so. Und ja. Die finanzielle Unterstützung, genau, da habe ich gerade schon ein bisschen, habe ich kurz schon angeschnitten. Wie gesagt, wenn ihr ein Urlaubssemester beantragt, müsst ihr hier keine Studiengebühren bezahlen. Aber der Trick ist, ihr müsst auch vor Ort keine Studiengebühren bezahlen. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel an eine der tollen Universitäten in Kalifornien gehen. Die Leute, die da studieren, bezahlen Unsummen für ein Semester oder das ganze Studium. Ihr würdet hier an der TU Berlin eingeschrieben bleiben, im Urlaubssemester müsstet 50 Euro bezahlen, damit ihr eingeschrieben bleibt und kriegt obendrauf noch ein Teilstipendium von 150 bis 500 Euro auf die Hand, damit ihr eine gute Zeit im Ausland haben könnt. Also ich würde sagen, es gibt kaum eine bessere Unterstützung und es wird euch so einfach gemacht, dass ihr müsstet das eigentlich alle wahrnehmen wollen. Außerdem gibt es eben noch diese Option des Auslands-BAföGs. Wenn ihr eben dafür in Frage kommt, dann könnt ihr euch auch darüber ein bisschen informieren. Gibt es alles auch online, die Infos. Und das würde dann eben oben noch drauf kommen. So, als letztes das Interessanteste für euch wahrscheinlich. Wann ist es denn Zeit für euer Auslandsstudium? Also die TU Berlin empfiehlt für euch ab dem dritten Semester im Bachelorstudium einen Auslandsaufenthalt, einfach da deshalb, weil ihr erstmal angekommen seid. Die Bewerbungsfrist eben ein bisschen im Vorfeld stattfindet. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr nächstes Jahr ins Ausland gehen wollt, euch eben jetzt schon bewerben. Hört sich wieder super kompliziert an, ist es aber überhaupt nicht, wenn ihr euch einmal damit beschäftigt. Macht's wie ich damals, setzt euch jetzt, nachdem ihr hier aus der Vorlesung kommt, einmal an den Computer, guckt, was wir für tolle Kooperationen haben und dann habt ihr vielleicht schon eine Idee, wohin es gehen soll. Also es ist gar nicht so kompliziert. Der zweite Punkt ist, warum ihr erst ab dem dritten Semester gehen solltet, ist, dass ihr eben die Kurse hier schon angefangen habt. Ihr wisst ungefähr, was euch interessiert, ihr wisst, wo ihr Schwierigkeiten habt und ihr wisst im besten Fall, dass ihr das Studium durchziehen wollt und wo euch die Auslandserfahrung eben helfen könnte. Ja, was ihr noch hier an der TU machen könntet, eben bis es dann soweit ist, dass ihr wirklich ins Ausland geht, haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen, sind die Sprachkurse. Also wenn ihr genau wisst, ihr wollt nach Spanien, nach Barcelona oder sowas, den schönen Sommer verbringen, dann setzt euch eben in die TEMS-Kurse oder SKW-Kurse, lernt ein bisschen Spanisch. Und die meisten Universitäten sind auch nicht so hart mit den Sprachanforderungen, weil viele Kurse dann doch auch auf Englisch stattfinden. Wenn euch das vielleicht ein bisschen zu anonym ist und ihr sagt, ach ja, Sprachen lernen, das kann ich auch mit Bubble oder was auch immer zu Hause, ich möchte lieber Leute kennenlernen aus den Orten, dann meldet euch beim Buddy-Programm an, das wird auch von unserem Büro ein bisschen koordiniert. Morgen zum Beispiel sind die ganzen neuen Austauschstudenten da und ein paar Buddies werden die über den Campus führen, werden eine gute Zeit haben und danach gibt es Brezeln und Berliner oder Pfannkuchen, wie es hier heißt. Genau, und damit bin ich durch. Ich möchte euch alle nochmal motivieren, ins Ausland zu gehen. Es war wirklich eine gute Erfahrung für mich. Danke. Ja, vielen, vielen Dank, Stefan. Ich hätte noch Fragen gehabt, aber da ich schon ein bisschen überzogen habe, würde ich sagen, du bist doch noch ansprechbar draußen auch gleich. Also wenn gleich noch Fragen wären, dann seid ihr zumindest da, vielleicht sogar du. Ja.
Ich denke, also ich bin mir nicht sicher, ob meine Kollegen draußen sind, aber googelt es einfach. Also Auslandsstudium TU Berlin findet man eigentlich am schnellsten den Weg zu uns. Wir haben Sprechstunden, ihr könnt persönlich vorbeikommen oder uns eine E-Mail schreiben. Also wir sind da, um euch den Weg einfacher zu machen. Das ist eben der Punkt. Also wir sind nicht irgendwie die, die euch abhalten, sondern die, die euch helfen. Vielen Dank für die Infos. Dankeschön, Stefan. Ja. Tschüss. Tschüss. Da vorne. Genau, also abgesprochen. Abgesprochen ist auf jeden Fall, dass die Kolleginnen und Kollegen gleich auch noch ansprechbar draußen sind. Wir sind fast am Ende, aber es gibt noch 3 Minuten, brauche ich noch. Und zwar 3 Minuten, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, jetzt habe ich hier schon so lange auf der Bühne gestanden, paar weise Worte, das ist genau das, worauf Sie scharf sind natürlich, dass ein mittelalter Mensch Ihnen nochmal so ein paar Schlauheiten mitgibt, aber trotzdem möchte ich mir nicht nehmen lassen, weil es gibt so ein paar Dinge, über die ich noch sprechen wollen würde. Was ich wichtig finde, wenn man jetzt gerade im ersten Semester ist und anfängt zu studieren und man hat lauter Dinge im Kopf und lauter Ideen und was auch immer, etwas, was wir aus Studienberatungssicht gerne sagen wollen würden. Das Erste, der Lebenslauf. Wir beobachten das manchmal so in der Studienberatung, dass die Leute so mit dieser Neurose kommen, mein Lebenslauf muss aber gerade sein und es darf irgendwie keine Unterbrechung, was passiert, wenn es länger dauert. Oder wenn ich mein Studium angefangen habe und abbreche, dann habe ich ja eine Delle im Lebenslauf. Wir wissen eigentlich aus der Praxis, dass das super irrelevant ist. Die meisten Leute glauben, ein Lebenslauf müsste irgendwie so sein und man läuft schon im ersten Semester durch die Gegend und es muss alles irgendwie, als hätte man Haar aus der Butter gezogen, so müsste es aussehen. Tatsächlich ist es meistens eher sehr viel mehr so. Und das ist die Qualität des Studiums, dass Sie in der Lage sind, diesen ganzen Weg selbst mitzubestimmen, weil am Ende soll ja etwas rauskommen, was Ihres ist. Deswegen, erster Tipp, machen Sie sich nicht irre mit dem Lebenslauf. Das Zweite, Geschwindigkeit. Wie schnell Regelstudienzeit, hier 6 Semester und dann schon fertig und dann noch gut. Man hört das trotzdem oft. Ne, dann hat das Studium länger gedauert oder nicht. Geschwindigkeit ist kein Qualitätskriterium an sich. Also wenn Sie denken, ich müsste so schnell wie möglich studieren, dann heißt das nicht unbedingt, dass Sie besonders gut studieren. Geschwindigkeit, wir haben nicht mitgekriegt, dass irgendjemand am Ende einen Job gekriegt hätte, deswegen, weil er oder sie wahnsinnig schnell studiert hat. Studieren Sie gut. Oder nutzen Sie die Zeit, die Sie hier haben, studieren Sie doppelt so lang, machen Sie halt abgefahrenen Quatsch dazwischen, gründen Sie, sprechen Sie Dinge mit Kollegen, ändern Sie Ihren Studiengang. Geschwindigkeit per se ist kein Qualitätskriterium und vor allem, ich kann Ihnen sagen, wir haben im letzten Semester jemanden immatrikuliert hier, im ersten Fachsemester, der war 8 Jahre alt. Das heißt, da ist der Zug für Sie sowieso abgefahren, da können Sie das sowieso nicht mehr aufholen. Ich glaube, der ist jetzt 9 und mit dem Bachelor fertig. Ist kein Witz, ist so. Deswegen Geschwindigkeit würde ich erstmal zur Seite schieben. War wirklich 8. Jetzt. Noten, Punkt 3. Ich weiß, Sie kommen jetzt aus einem System, wo es jetzt 12 Jahre lang, 13 Jahre lang permanent um Noten ging und um Zulassung und um NC und so weiter. Deswegen ist das einigermaßen schwer, jetzt zu sagen, ja Noten. Ich habe Ihnen ein paar Noten mitgebracht, bitte. Also, eine Note an sich sagt erstmal nicht wahnsinnig viel aus, auch wenn wir hier Leute, die schnell und besonders gut studiert haben, ausgezeichnet haben. Aber ob Sie im ersten Semester jetzt in Einführung in was auch immer oder in lineare Algebra eine 3,7 hatten, wir wissen das auch aus der Studienberatung, kommen Leute manchmal zu uns und die sagen dann, ich habe meine erste Klausur geschrieben in Analysis, war eine 3,3, wenn es schon so losgeht, dann brauche ich gar nicht weitermachen. Das ist natürlich Quatsch. Ja, das ist natürlich Quatsch. Super viele Leute haben vielleicht diesen Kurs gar nicht geschrieben. Das Notenniveau war vielleicht was ganz anderes. Plus, wieder das zweite Ding, das muss nicht bedeuten, dass alles so weitergeht. Meistens werden im Laufe des Studiums die Noten irgendwann besser, es wird mehr Ihres, was auch immer. Deswegen lassen Sie sich nicht erschrecken von einer Note. Hinterfragen Sie das. Warum war das jetzt so? Habe ich es nicht gerallt? Das ist nicht mein Ding. Kann ich das später im Studium so ein bisschen ändern? Andere Schwerpunkte. Aber nur, weil die Note am Anfang nicht die allergeilste ist. Wie gesagt, wir kennen auch nicht so viele Arbeitgeber, die sagen, Sie haben eine 2,3 von der Universität in da und Sie haben eine 2,2 von der anderen Hochschule dort. Wir nehmen jemanden, der 0,1 besser ist. Das ist meistens gar nicht interessant. Das Drumherum ist aber interessant. Was haben Sie denn gemacht im Studium? Waren Sie im Ausland? Haben Sie eine Fremdsprache? Haben Sie Dinge gemacht, die man normalerweise nur im Studium machen kann? Dann ist das für einen Arbeitgeber sehr viel attraktiver, als wenn Sie sagen, ich war super schnell und super toll mit der Note. Klar fällt das auf, eine tolle Note. Aber ist nichts, wovon Sie sich im ersten Semester irre machen lassen sollten. Ein Fehler habe ich zum Beispiel gemacht. Ich hatte so ein Seminar, wo ich das Gefühl hatte, das läuft nicht so gut, das wird maximal so eine 3 irgendetwas, mache ich im nächsten Semester, aber dann so richtig gut. Bullshit. Habe ich natürlich nicht so gemacht, sondern am Ende gebettelt, dass ich doch diese alte Hausarbeit schreiben durfte, weil es geht gar nicht darum, ob jetzt 3,3 oder nicht, manchmal geht es darum, weiterzukommen. Das ist der nächste Tipp. Dann,
würde ich Ihnen empfehlen, versuchen Sie, und auch das ist hart, ne? Also dieses, ich stopfe mir ganz viel rein, mein Stundenplan ist pickepacke voll, versuchen Sie, so gut es geht, Dinge zu verstehen und nicht einfach nur sich reinzuprügeln. Es dauert meistens eine Weile, gerade am Anfang, dass man das Gefühl hat, ich ralle überhaupt nichts, und irgendwann meistens passiert das, dass es so pling macht, tatsächlich, und Sie denken so, ah, jetzt wäre ich der Mensch, der vorne in der ersten Reihe sitzt und mit dem Professor quasi so Privatgespräche führt, weil geht das nicht auch anders? Es dauert meistens eine Weile und passiert fast so von alleine, ohne dass man das Gefühl hat, weil ich mir wahnsinnig viel Wissen reingeprügelt habe. Also versuchen Sie, Dinge zu verstehen, zu begreifen, beißen Sie sich lieber in sowas rein, als dass Sie sich stumpf Zeugs reinprügeln. Dann würde ich Ihnen noch empfehlen, Misserfolge in Anführungsstrichen zu sehen. Es geht auch so ein bisschen darum, die Dinge so ein bisschen umzuinterpretieren. Klar kann man sich mal irgendwie auf die Nase legen, aber das Aufstehen und daraus wieder was machen. Also ich glaube, dass schon relativ viele Dinge möglich sind, wo man sagen kann, Misserfolg kann sein, Sie können es mindestens zu einem schlechten YouTube-Clip bringen oder so. Nein, im Ernst. Ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut, das zu zeigen. Es ist... Nochmal? Nein. Okay, reicht. Und als allerletztes, wirklich, bevor wir hier fertig sind, was ich noch mitgeben würde: Es gibt definitiv keinen Grund für Panik. Es wird in den ersten Wochen manchmal so sein, dass Sie denken so, ist alles voll viel und alle sind voll klug, aber nicht ich. Kann sein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dem nicht so ist. Machen Sie sich keinen Stress. Sie haben heute den ganzen Tag voll ganz viele Anlaufstellen aufgezeigt bekommen, Leute, mit denen Sie Kontakt aufnehmen können. Lassen Sie sich nicht ins Boxhorn jagen. Genießen Sie tatsächlich die Zeit, die Sie hier haben. Nutzen Sie alle Möglichkeiten. Ich wünsche Ihnen einen ganz fantastischen Studienstart und eine gute Zeit hier bei uns an der TU Berlin. Vielen Dank und alles Gute. Applaus